Oh Glenn, du kannst dich immer widersprechen. Immer widersprichst du. Immer, 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 immer. Nee, immer, muss ich sagen. Conny hat mir schon lange nicht mehr. Ne? Immer. Immer. Ich nicht. Hallo Harry, ich kann leider jetzt nicht winken. Ich habe mir einen Arm gebrochen. Was hast du? Oh, Arm gebrochen. Aua, guck, zeig mal her. Ja. Komm, zeig mal her. Ja. Ab. Wo? Na, links. Da war von außen. Ja, beim Fußball ist es. Ja, wo ist bei dir links? Da, wo der Daumen rechts ist. Lieber Harry. Da, wo der Fußball ist. Oh. Komm, kriegst du eine Spritze noch hier. Thorsten hat etwas in die Fallout lila, lila Gände geschrieben. Achtung, ihr Akku beträgt nur noch 15%. Hä? Wenn sie jetzt innerhalb der letzten halben Stunde nicht laden, werden sie nie wieder erreichbar sein. Ach, oh Gott, Erik. Ja. Um Himmels Gottes Willen. Nee, lieber nicht. Also mit Gott habe ich nichts zu tun. Echt nicht? Nein. Mein verdammt. Mein Grootmodding hätte mir gesagt, mein leben Gott, du. Mhm. Weiß nicht, was? Wohin? So, geht los. Die Nebelmaschine anmachen. Und tja. Und wir sind live. Und ich grüße recht herzlich die Familie Emmo. Grüße aus Mallorca. Mhm. Ganz liebe 22 Grad Grüße aus Mallorca. Nein, aus Sibirien. Ach, guck mal her. Wo ist denn hier Werbung? Da. Oh nee, ich muss den Kanal unbedingt ändern hier. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Kirschel. Ich begrüße und beglückwünsche Sie. Im Namen der Fallout-Legenden. Legends. Legenden. Wir sind live und Quincy ist hier noch beim Schreiben und Eintippen. Legends. Und Speichern. Und unser erster Livestream. Nee, stimmt ja gar nicht. Ich habe ja geschwindelt. Ich habe ja schon einen Livestream gemacht. Klein, aber fein. Was? So, ihr Lieben, jetzt sind wir live in Fallout 76. Ich begrüße, wen haben wir da? Joan? Hey, John. Greetings, nice to see you und hallo, John. Ich begrüße dich. Schön, dass du da bist. Oh, was ist denn hier? Das bezaubernde Lächeln ist wieder da. Und ich begrüße recht herzlich die First Lady des Weißen Hauses, die Kadira. Nabin. Die Vice-Präsidentin, die Kirsche 1902. Hallo. Den Stick 01, endlich wieder, oh Gott. Öffnet. Und da ist sie, meine ranzige Katze. Hallo Harry. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, ihr Lieben, recht herzlich. Thomas, sei gegrüßt, Thomas. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin gerade frisch aus New York, wollte ich gerade sagen. Gar nicht. Als Mallorca wieder. Wollen wir die Klimaanlage anmachen? Uns ist ganz schön warm. Ist ja schön, dass du uns eingeladen hast hier nach Spanien, aber. Ja, wir haben ja eine Klimaanlage, du musst sie bloß einschalten. Harry, mach die ja mal wieder aus. Harry, steck mal noch. Weg, Harry, weg von der Minibar. Harry, weg von der Minibar. Also ehrlich, Harry, jetzt Finger weg von der Minibar. Glenn, schalt doch mal die Klimaanlage bitte ein. Läuft. Danke. Ich lasse mir hier jetzt erstmal einen schönen Drink kommen hier. Also ihr Lieben, ich begrüße und beglückwünsche euch und grüße von Mallorca, Paguera. Hier sind 22 Grad, immer noch, jetzt immer noch. Im Pool plätschert das Wasser vor sich hin. Einige Mutige haben es sogar gewagt, in den Pool reinzugehen, aber es war trotzdem ziemlich frisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Erik, ist das wieder meine Schultüte da oder was? Ich kann ja halt nichts mehr anmalen. Ich werde mal ein Team machen. Harry, du sollst die Finger wegnehmen von der Minibar, verdammt nochmal.
Pass mal auf, was Harry mir jetzt aus dem Minibar holt. Pass auf. Ich ahne schon. Mal gucken. Lucky Dog, schwarzgebrannten hat er geholt. Danke, Harry. Ich hab's gewusst, dass er wieder in der Minibar war. Harry, danke. Oh, Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Ich freue mich so, dass ihr alle wieder da seid, dass ich euch alle wieder um mich habe. Und wen haben wir da jetzt noch reingekriegt? Charlie Gentleman. Hi, Charlie. Perfektes Timing, was? Ja, Grüße aus Mallorca. Hier sind 22 Grad. Ja, wunderbar. Ja, Palm. Oh, Conny, du hast ja die richtigen Emojis dazu gesendet. Ich danke dir. Also, sobald du wieder da bist, ich habe Enshrouded habe ich mir geholt, da müsst ihr mir sagen, wo ihr spielt. Versprochen. Und dann habe ich zwei Spiele gefunden, die könnten was für eins sein. Das freue ich mich schon. Das zeige ich dir dann, wenn du da bist. Ich freue mich darauf. Charlie, du kannst im Teamspeak, wenn ich dich anstupse, ne? Ich lese es dann gleich. Ja, Leute, ich freue mich riesig. Schade, ich habe deine Nachrichten ja auch schon so weit gelesen. Ich freue mich wirklich riesig, dass ihr alle wieder da seid. Conny, hast du schon ein Team? Nein, ich wollte abwarten. Wenn deins voll ist, dann mache ich noch eins für Nachkömmlinge auf. Ja, sei mal bitte so lieb. Ansonsten würde ich sagen, machen wir hier mal so ein bisschen. Aber da kommen ja noch welche. Ich sehe es. Da ist er! Rolli, hi, lass dich virtuell umarmen und Grüße aus Mallorca. Guten Abend. Oh, das ist ja keine Begrüßung. Hi. Toll, ich habe mich so auf dich gefreut. Toll. Ja, ich auch. Absolut. Ach, schön, dass du da bist. Oh, ich habe schon so gelauert. Wann kommt der wieder? Die Sprüche. Ja, alles gut. Also die virtuelle Umarmung, der folgt irgendwann mal eine physische. Tut mir leid. Bist du? Naja, das kriegen wir doch hin. Das will ich hoffen. Absolut. Bist du noch auf ich der Insel? Grüße von der Insel. Freund hat deinen Channel betreten. Hast du deinen Kururlaub verlängert? Oder ja, ein bisschen verlängert. Sehr schön, ja. Charlie, du hast gelesen, ne? Jawohl. Wunderbar, na, sehr schön. Ich hoffe, du bist braun gebrutzelt und völlig erholt. Natürlich. Gast hier übrigens. So, wir haben Gast, den Gabba Breitling. Hallo Gabba Breitling, recht herzlich willkommen zum heutigen Livestream bei den Fallout Legends. Gabba Breitling, do you speak German? Can you hear me? Das ist mir schwierig mit dem Ingame-Speaker. Ja, er spricht Deutsch, gut. Also recht herzlich willkommen, wir machen heute Livestream wieder mit den Fallout Legends. Das ist der Aeronox. Herzlich willkommen Aeronox, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, ja. Wir haben heute schon geschwatzt, cool. Ja, Gabba Breitling, ich weiß ja nicht, ob du uns schon kennst, ich weiß ja nicht, ob sie schon wussten, aber guck hier, das ist mein YouTube-Kanal und auf dem bist du jetzt gerade live und im Fernsehen zu sehen hier. Look hier, an der Tafel, das ist mein YouTube-Kanal. Hier an der Tafel hier, das ist mein YouTube-Kanal und da bin ich jetzt gerade live. In diesem Moment bist du live auf diesem Kanal zu sehen. Du kannst gerne ein Abo dalassen, auch gerne ein Like dalassen. Und wenn du magst, kannst du uns sogar beitreten und bei uns mitmachen. Schickst mir eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse läuft unterhalb des Livestreams, wenn du den einschaltest. Und da schreibst du einfach, wer du bist, wie alt du bist. Und dass du gerne eine Truppe suchst, wo du mitmachen würdest. Und dann kriegst du die Teamspeak-Daten per E-Mail geschickt. Und dann kannst du bei uns mitmachen. Na, siehst du. Vielleicht haben wir Glück. Harry, du siehst von hinten wieder sexy aus. Oh, Leute, ich hätte gar nicht gedacht. Oh, Trinity! Jackie, sei gegrüßt. Hallöchen, Jackie. Grüße aus Mallorca. Grüße von der Insel. Deswegen ist mein Thumbnail ist auch gerade wieder so richtig. Ne? Also, Conny, hast du das Thumbnail schon gesehen? Guck ich mir nachher in Ruhe an. Gut. Mit einer Uhr. Conny, ich stupse dich auch mal an, ne? Okay. Dann kannst du mal lesen, ne? Wir belassen das. Ne, ist okay, gut. Danke, Conny. Conny, auch du, lange nicht gesehen, virtuell gedrückt hier, ja?
Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid, ihr Lieben. Kirsche habe ich heute schon zerquetscht. Deswegen hat sie noch ein paar Probleme mit ihrem Schultergelenk. Kirsche, es tut mir so leid. Entschuldige. Kannst du mir noch mal verzeihen? Mhm. Gut. Nicht, dass dein Mann mich dann verhaut hier, weißt du? So, was hat dir die Schulter zerquetscht? Gut. Sieht man übrigens meine Bräune? Nein. Ja, ich war nämlich gerade im Keller Kohlen aufschichten. So, Erik, was machen wir heute? Du erzählst wieder, was wir machen heute. Nein. Harry, kann man den trinken, den oder was passiert? Schwarz gebrannt. Den kann man trinken. Hä? Besten dann zur Schwarzbrandersalze. Ah, Schlingerklatsche, alles klar. Danke dir, Harry. Danke dir. Übrigens, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst. Ich habe ja ganz kurz mit euch gespielt, mit der Konsole. Kirsche war live dabei. Jackie war dabei. Jackie hat das erlebt. Und durch meine fantastische und gekonnte Handhabung mit der Konsole hier, mit meinem Mini-Gaming-PC hier, vom Bett aus, vom Hotelzimmer aus, habe ich meine Waffe zerlegt. Oh, nee. Mhm. Ich habe mir zwar eine neue gemacht, aber die gute, die habe ich zerlegt. Sollen wir sammeln? Ja. Nee, vor allen Dingen Papiertaschentücher könnt ihr sammeln. Ich hätte heulen können. Also so doof kann sich ja keiner anstellen. Jetzt habe ich hier rasend auf sie mit Gebrüll. Plus 5% erhöht der Schaden für jeden weiteren Treffer, auch bis auf dasselbe Ziel. Bis zu 45%. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir werden es sehen. Ich probiere es aus. Schaden macht die 199. Was hast du denn für ein Bild, Quincy? Muss ich gucken. Oder mit was spiele ich am liebsten? Weil ja, schwere Waffe. Schwere Waffe. Ich habe eine blutige Heavy MG. Ich glaube, blutig, dann explodiert und 90% Gewichtsreduktion. Das ist so eine 50 Cal. Muss ich aber Half-Life spielen, ne? Also Blutbefleckt spielen. Ja, genau. Ja, dann kriegst ich auch du machen, halt, ja. Weil ich öfters, wenn ich irgendwas für mich hergestellt habe oder halt, wenn du tatsächlich irgendwie so einen Random Drop hast, dann habe ich die guten aufgehoben. Ja. Aber ich weiß halt nicht, wie du hauptsächlich spielst. Ja, ich spiele das auch schon mal, aber ich spiele natürlich überwiegend, das können wir auf jeden Fall gerne nochmal ins Auge fassen, schmeiß sie nicht weg. Aber ich spiele natürlich aufgrund meines Überlebens hier als Moderator immer gerne Full Life. Weil ich wollte nicht so oft sterben und wieder neu hinspawnen. Das ist das Problem, ne? Also was ich empfehlen kann, wenn du Full Life spielst, das mache ich nämlich auch, ist, okay, jetzt muss ich natürlich, ich muss die englischen Sachen sagen, weil ich habe ja mein Kleindorf Englisch. Ja, ja. Also bei der Rüstung benutze ich die Vanguard. Das ist, je höher dein Leben ist, desto mehr Boni kriegst. Und bei den Waffen benutze ich, weil es relativ einfach ist, ja, finde ich, die Aristocrats, also die Aristokraten. Ja, ja, also je mehr Kohle du hast, desto, genau, ne? Ja, ja. Richtig. Und vor allem der volle Bonus, der zählt schon ab dem alten Maximum. Das heißt, nicht bei den 40.000, sondern schon ab 30.000 bekommst du das Maximum. Mhm. Das heißt, du kannst immer so 10.000 als Spielraum haben zum Ausgeben. Mhm. Und wenn du 30.000 und ein Cap hast, dann bist du immer noch bei Max-Schaden. Okay. Und da habe ich ein paar Waffen, also falls du... Ja, gerne, auf jeden Fall, Charlie. Und auch, Charlie, nochmal auf dich hier, dass hier Entschrouded ist klar und auch hier, sag mal schnell, Helldiver würde ich auch dich gerne nochmal und dass wir da mal mit Ammo zusammen, da würde ich mich, also ich freue mich schon. Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, war eine geile Woche Urlaub, aber ja, ich freue mich, dass wir alle wieder zusammenhängen hier. Ich bin wirklich, aber ich glaube, man merkt das bei mir nicht so doll, ne? Nee. Nein, ich versuche meine, tut mir leid, ich bin da so ein bisschen emotionslos und ich verberge meine Freude halt. Das merkt man, ne? Mhm. Ja, tut mir leid, Leute, so bin ich halt. Seelisch abgestumpft. Danke, Charlie, besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Ach, Conny, guck mal, Conny. Hi, Conny. Hi, Kirsche. Leute, also zwischen zwei so einen fantastischen Mädel zu stehen, das macht schon, es ist schon cool. Also ich habe auch viel erzählt. Ja, so ist es. Ja, Mann. So, genau, komm mal ein bisschen dichter hier noch. Also ich habe heute sehr viel erzählt. Und auch da viel erzählt. Einige so getroffen, wie gesagt. Ich will da mal ein bisschen was erzählen.
Also wir können natürlich jetzt auch, Erik, hast du eine Idee, was wir machen? Ansonsten sind drei Silos frei und wir könnten das ja erzählen, wenn wir das alles zusammen machen in Ruhe. Dann kann ich das erzählen. Was haltet ihr davon? Ist das eine Idee? Oder hast du eine bessere Idee? Ja, ich bin gerade mal kurz kicken hier an der Irrenanstalt. Nee, da können wir auch reingehen mal. Nee, wollen wir alle in die Klappen? Nee. Erik sucht da ja noch was, ne? Na gut, Erik sucht was, alles klar. Nein, jetzt Kicker muss mal auf die erste Etage. Wenn da schon nicht ist, brauchst du auch noch nicht. Dann würde ich sagen, wir gehen oh, das kann ich gar nicht lesen. Also da ist ein Z dazwischen, aber ich denke mal, das soll Gregors Camp heißen. Das ist bei Alpha. Alpha. Wir gehen wie immer in Silo rein. Im Moment ist das ja hier halt ein bisschen anders, aber ich erzähle mal ein bisschen was. Erstens, wer klettert gern Berge? Wer ist gern in den Bergen? Klettert gern bergauf, bergab? Nee, Thorsten weiß. Also nicht alle auf einmal. Anders, ja. Ich frage mal andersrum. Wer klettert nicht gerne in den Bergen rum? Fast alle. Conny, du auch? Ja. Er nicht, Conny? Ja. Gar nicht. Also dann darf ich es ja ruhig frei erzählen. Also, es war sehr schön. Unser Hotel war sehr hochgelegen. Der Weg runter in den Ort. Keanu! Der Weg runter war natürlich total toll, wenn du einkaufen wolltest, zum Essen wolltest. Und auf dem Rückweg hätte ich am liebsten mal streiken können. Also ich kann euch das gar nicht sagen, aber was mir da so gefehlt hatte, also für, ich sag mal, da waren viele mit Skistöckern unterwegs, die ihre Skier vergessen hatten, ne? Habe ich so festgestellt, ne? Leute, also das hat mich auch so gewundert, da hat nie Schnee gelegen, aber die waren halt mit Skistöckern unterwegs und sind da dann auf den Straßen umhergewandert. Es war so bergig dort, das war der Wahnsinn. Also auf dem Rückweg wollte ich schon immer streiken, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich mir, nö, ich bleibe hier unten, hier gibt's gutes Essen, ich gehe da nicht mehr zum Hotel hoch, das ist der Hammer. Oben ist dann wieder alles gut. So, das ist ein Hotel mit mehreren Gebäuden. Da hast du einmal vorne die Rezeption mit dem Speisesaal, mit der Bühne und mit der Bar. Und zu unserem Hotelzimmer musstest du dann nochmal entweder eine steile Treppe hoch oder auch nochmal bergauf. Also es war schon Sport pur. Für mich natürlich gut. Der den ganzen Tag hier rumgesessen hat, war das schon ganz okay gewesen, muss ich sagen. Aber für jemanden, der halt hier einfach so ein bisschen nur, naja, ich will mich nur ein bisschen erholen. Das war schon interessant gewesen, muss ich sagen. Aber es war halt cool. Dann sind wir nach Palma. Also wir haben uns gleich ein Auto geliehen, ne? Gleich ein Auto gemietet. Und das war auch gut so. Habe ich auch alles eingehalten, wie ich das gesagt habe. Und dann sind wir halt gefahren nach Palma. Allein die Strecke nach Palma hin, die war schon toll. Ne? Also die Autobahn kannst du ja fahren, als wenn du so in Deutschland fährst. Gut, Höchstgeschwindigkeit ist natürlich maximal 120. Dann war so ein bisschen Strecke frei, aber das war nicht lange. Das lohnt sich ja nicht. Achtung. Aber ansonsten, wie gesagt, Palma, da ist ja noch das Mallorca-Aquarium, das Palma-Aquarium gewesen. Da sind wir auch mal ganz kurz durch. Das war auch sehr interessant. Aber Palma an sich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Stadt. Es ist schon wow. Also enge Gassen. Richtig eng. Da sind wir am Anfang, weil wir es auch noch nicht so ausgekannt hatten. Und das erste Mal, ich kam da auch nicht wieder raus, mit dem Auto durchgefahren. Ich meine, das war schon spannend gewesen. Ne? Also das Auto hat da gerade so durchgefahren, gepasst. Es war der Hammer. Aber wenn ihr glaubt, dass das eng gewesen ist, wir haben dann anschließend nächsten Tag nochmal eine Tour nach Palma gemacht und haben uns eine Kutsche, sind mit der Kutsche da durch die Stadt gefahren mit so einem Guide. Und ja, also du hast an den Hauswänden die Schrammen gesehen, links und rechts. Und die Kutsche hat gerade so durchgepasst. Also Respekt. Aber war der Hammer gewesen. Mit Kutsche ein blankes Erlebnis natürlich, ne? Meine Frau wollte das sowieso einmal machen. Wir wollten ja auch mal nach Wien und jetzt hatten wir hier die Möglichkeit, auf Mallorca dann so eine Kutschtour zu machen. Das war schon cool gewesen. Hallo Gabba! Recht schönen guten Abend! Gabba, schönen guten Abend! Sorry, ich habe dich jetzt erst gesehen. Gabba, ich setze mich mal hier hin. Gabba, ich spreche dich jetzt mal persönlich an. Hast du Lust, bei uns mitzumachen? Dann, wie gesagt, Kamera an, Quincy. Dann, wie gesagt, gerne uns
zuwandern, wenn du noch nicht bei uns bist. Den Kanal abonnieren, nicht vergessen, auf gar keinen Fall vergessen. Dann kannst du nämlich nichts mehr verpassen von den verrückten Fallout Legends. Wenn du bei uns mitmachen möchtest, Gabba, dann die E-Mail-Adresse, die unten unter dem Livestream eingeblendet ist, nehmen und mir eine Nachricht senden. Ich habe das E-Mail-Programm auf, dann schicke ich dir per E-Mail die Teamspeak-Daten zurück und schon kannst du persönlich aufgenommen werden. Irgendwie werden wir gerade angeschossen hier. Der spinnt ja wohl oder was, ne? Rolli, bist du noch in der Warteschleife? Ich bin noch in der Warteschleife, ja. Und dann, wie gesagt, Rolli, hi, habe ich schon begrüßt, genau. Ich sag's nochmal, falls ich vergessen habe. Ah, guck, geht los. Ich bin natürlich schon ein bisschen ein wenig wuschelig. Wieso habe ich hier zwei E-Mail-Programme auf? Rolli, hi, aber meine Schuld ist das nicht, dass du in der Warteschleife bist, ne? Doch, ich habe zu Rolli, hi gesagt, es geht erst 21 Uhr los. Ja, dann habe ich Schuld. Nee, da habe ich ja Schuld. Ja, Rolli, pass auf. Alles richtig. Ich hatte auch gedacht, 21 Uhr, weil mein liebes Schwiegermütterchen ist noch hier und meine Frau, die geht halt dann jetzt noch mit ihr ein bisschen einkaufen fahren, Geschäfte. Die hat uns besucht und brauchte noch ein bisschen was. Wir haben halt den ganzen Tag geschwatzt, Kaffee getrunken und geschlabbert. Und ja, deswegen hat sich das, habe ich gedacht, es wird später. Nun haben wir schön Abendbrot gegessen und ja, nun ist es doch geworden und ich denke, ja, dann fange ich trotzdem an. Das ist doch cool. An. Ja, na klar, natürlich. Und das, ich denke mal, ihr kennt das ja auch alle. Gut, Gabba, ich warte auf deine Nachricht und dann kannst du gerne bei uns mitmachen. Wie gesagt, es wird einfacher, wenn du im Teamspeak zu uns kommst. Teamspeak kennst du, ja? Teamspeak runterladen, kostenlos. Und dann die 64-Bit-Version Client, ne? Die Version 3, nicht die Beta 5, nicht die Beta 5, sondern die Teamspeak-Version 3, den Client. 3 Punkt noch was irgendwie, warte mal, kann ich die genau sagen, glaube ich? Sonst sagt Harry mir das immer. Diesmal sagt Harry mir das nicht. Harry, was ist los? Warte mal, also, wenn du mir eine E-Mail schickst, schicke ich dir auch den genauen. Das ist 3.6.2. 3.6.2 lädst du dir runter, schickst mir eine E-Mail und dann sende ich dir selbstverständlich die Zugangsdaten zu unserem Teamspeak und dann nehmen wir dich heute Abend noch in unsere Fallout Legends Gruppe auf. Schreib mir ein kleines bisschen was über dich. Kleiner Lebenslauf von Geburt auf an. Nein, natürlich nicht. Kirsche musste so, das mussten machen. Wir doch auch alle machen. Das stimmt. Alle anderen mussten das auch machen. Das stimmt. Aber Rolli Hai musste zum Beispiel das ganze Ding zweimal schreiben. Naja, ich hatte ein paar Rechtschreibfehler drin. Ja. Du hattest ein paar richtige Worte zwischen deinen Rechtschreibfehlern. Was? Rolli, alles gut bei dir? Alles easy peasy. Ich muss mich erstmal, Rolli, ich muss mich erstmal wieder damit auseinandersetzen, alle wieder da und. Ja, cool, das glaube ich. Aber sonst, eine Woche Thorsten geht doch im Handumdrehen um. Ach ja, aber en masse. Oh, danke, ja, Conny. Ja. Danke dir, Conny. Ja. Conny, falls du antwortest, ne, dein Teamspeak ist gemutet kurz. Was? Ja, ich habe deine Antworten nicht gehört. Ich rede mal mit dir, ich denke, na, da wird aber wieder das Knöpfchen nicht hier drückt drauf. Was ist denn mit den anderen Kollegen los? Kommen da noch welche Kirsche oder sind wir beide die einzigen? Nefaste ist noch unterwegs. Nefaste ist unterwegs, das ist gut. Gut, ja, Kirsche, ich glaube, wir sind beide, dann können wir durchgehen. Warte, Kirsche ist da. Conny ist da, nee, auf Conny müssen wir warten. Das ist Conny doch. Hier, Conny. Ey! Nice! Greetings! Hello! Hello, Gucci. Good to see you back. Yes! So you went in Mallorca? Yes, yes, correct! Greetings from Mallorca, yeah! Yeah, I saw your video with the swimming pool. Yeah, yeah, okay, yeah, nice. Oh, it's very, very cool. Okay. Did you meet Nadal? You meet Rafael Nadal? Austin is sehr kalt. Was ich mir, ich bin sehr kalt, ja. Okay. Alles ready? Ready. Gut, wo ist Nefaste? Ist noch nicht durch. Ne, wir warten. Zusätzliche Sicherheit. We wait for you. I'm,
I'm looking for the machine. Where it is? Was? What? The washing machine? To make the card. The scanner? No, I have the scanner. But I, look here. Follow me. To craft the card. Here it is. Ah, yeah. Thank you. Oh Leute, ehrlich, ja, das ist alles cool. Ich krieg mich gar nicht wieder ein. Okay, it's good. Stufe 1 Sicherheitsereignis im Gange. Wie gesagt, Gabba, wenn du magst, schick mir eine E-Mail. Kannst du sofort dabei sein und dann kannst du sofort mitmachen hier. Seid ihr jetzt alle durch? Bin ich hier der einzige Depp, der hier noch draußen rumsteht? Ja, ne? Ja. Erik, sag mal ja. Nee. Erik, du siehst ein bisschen fertig aus, ist das richtig? Du, die haben bei mir heute hier auf dem Hof Laub gehabt. Hm, ich dachte mir sowas. Okay. Die haben ja so ready for takeoff? Yeah. Okay. I follow you. Nice, oh ne, fast, I'm very happy. Oh wow. Steinchen. Okay. Ja, Gabba, wie gesagt, wenn du magst, ich würde mich freuen, wenn du bei uns mitmachen würdest. Schick mir eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht drunter. Ansonsten kann Conny die E-Mail-Adresse ja gerne nochmal reinschreiben, wenn das möglich ist. Wir warten auf dich, Conny. Geht das? Aber klar, festgestellt. Gut, wir warten auf Conny. Schutz für Conny. Achtung. Nee, ihr könnt ruhig weiterlaufen, ich komme dann hinterher. Na, wenn du schreibst, Conny, nee. Wir warten. So geht das ja nicht. Nein. Oh, ich bin auch richtig motiviert hier. Na, gestern war noch ein kleines, wie gesagt, mit dem Bergauf war ich ganz ohne Conny und dann mit meinem Knie, ne? Das hätte ich nie gedacht. Und ja, es gab Probleme, ne? Treppen steigen nicht. Aber diese schräge Bergaufgeschichte, das war schon. So, Gabba, kommt gleich die E-Mail-Adresse unten in den Chat rein, die kannst du nutzen, die E-Mail-Adresse. Und dann kannst du mir eine E-Mail schicken. Genau, danke dir, Conny. Das ist lieb von dir. Conny muss erstmal wieder umschalten. Ja, DE hinten dran vergessen, ne? Was? Ja, .de, ne? .de. Warte mal, oder machst du das nochmal? Ich mach das nochmal. Okay, Conny macht nochmal. Conny, ich wusste das. Ich war mir schon vollkommen klar. Ja. Conny, das ist von dir. Nicht zum Ärgern, nur zur Übung, ne? Genau, Conny. Irgendwann kann ich die auch mal auswendig. Für dich. So, E-Mail-Programm ist schon auf. Ich bin in Bereitschaft, Gabba. Überprüfe Technikerdaten. Fehlgeschlagen. Bitte auf Sicherheitsinspektion warten. Repariere die Rohre. Sicherheitsvorfall im Gut. Jawohl. Halt besser. Danke. Nefaste ist schon bereit. Oh, das hat mich ja gefreut, dass Nefaste hier noch rein und gleich Bescheid wusste und alles cool. Man könnte das Gefühl haben, die hätten alle auf dich gewartet heute. Man könnte das so denken, ja. Wieso kann ich hier dieses Rohr nicht reparieren? Wenn sie repariert das Rohr. Geht nicht. Ist ich habe mal eine bescheidene Frage. Ist bei euch draußen Hochstrom geschaltet? Ja. Ich habe, auf Erik habe ich gewartet. Conny oder irgendeiner, kann das mal jemand reparieren hier? Ich soll nicht. Geht bei dir auch nicht, ne? Ne. Puh. Das ist ja kaputt. Quatsch. Alle anderen sind nämlich repariert, bis auf dieses eine Röhrchen dort. Ich habe alles angeguckt hier. Nö, ne? Geht nicht, ne? Ja. Erik, hast du mal einen Schweißbrenner da? Das Ding lässt sich nicht reparieren. Der ist geplatzt.
Das ist ja doof. Das ist bestimmt dasselbe wie vom letzten Mal. Das könnte dasselbe Rohr sein, ja. Hast du recht, Conny. Warnung. Eine Minute bis zum automatischen Systemneustart. Eine Minute bis zum automatischen Systemneustart. Ja, man könnte sich jetzt hier noch durch die Tür knacken mit Klaus Dieterich hier. Habe ich Dieterich? It was fix. Yeah, it's not. It's a bug. It's a glitch. It's buggy. The tube is buggy. The first time for me. That means buggy. Also, ne, Fascha hat das auch schon probiert. Also, wir können hier noch durch. Hier. Das Hacking. Hat jemand 3, Stufe 3? Sonst muss ich das mal einstellen. Jo. Du hast Stufe 3, Conny? Jo. Weil das geht nämlich. Und dann an einem Computer. Oh, Conny, danke dir. Das ging ja schnell. Ja, die ist rumgepurkelt mit der Haarnadel. So, dann hier. Mann, ja doch. Oh, das habe ich ganz vergessen hier. Okay. So, hat einer oder soll ich? Karte umstecken? Ich steck. Wo war das bei Intelligenz, ne? Ah, da hapert es bei mir schon mit Intelligenz. Hör auf, ey. Meisterhacker? Ach, da musst du die ganzen alle reinhauen, ne? Stufe 3 ist das ja, ne? Superhacker oder was, ne? Profi-Hacker. Nussknacker. Meister-Hacker. Ist da jemand bei? Hast du schon gemacht? Nee, ne, Conny, konntest? Versuch mal. Jetzt geht's. Danke dir. Danke dir. Gerne. Weil ich hätte die jetzt alles verlängern müssen. So, jetzt müsste hier irgendwo eine Tür aufgegangen sein. Nämlich die da. Die Überbrückung. Hä? Irgendwie spinnt er heute hier. Das da, Alpha haben wir da aber genommen. Reaktorüberbrückung. Abriegelung, Sicherheitsstatus, Abriegelung, Hauptreaktor, Fehler. Überbrückung der Reaktorsicherheitsabriegelung in Richtung. Wirklich überbrücken, ja, bestätigen. Der braucht ein bisschen. Ja, der Server ist eh nicht ganz. Überbrückung der Laut Freundesliste seid ihr überall woanders, nur nicht bei mir. Ja, aber ich hab vorhin schon zu Wort gesagt, lobt er mir eine. 3 Minuten warten, sagt er. Jetzt! Nefaste! Die Tür ist offen! Nefaste! Follow me! The door is open! Oh. Open the door. Übrigens, Rolli ist auf dem Server gelandet. Rolli? Nein, echt? Rolli, echt jetzt? Ja. Wie hast du denn das hingekriegt, Rolli? Hast Bethesda angerufen, Wetten? Wetten? Lange gewartet. So. Rolli, du bist heute so ruhig. Ganz alles gut. Wir müssen erst wieder in Fahrt kommen, ne, Rolli? Jawohl, ja. Was zum ersten Mal nachladen? Was ist hier los? Ach ja, da war ja noch was. Der hat ja bloß 500 Schuss. Ich will meine andere Flinte wieder. Ich hab ja noch. Ich muss die bloß vom anderen Charakter holen. Ich hab noch eine richtig gute. Ist offen. Müsst ihr immer eine Rollen machen. Ich hab eine 1000 Schuss gehabt. Abkommen. Doch, hier fahr. Okay.
Denn... Ach, hab ich auch. Hallo, mein Teddy. Ich wollte gerade sagen. Kommt schnell, kommt. Rette ihn. Gut, das war's. Die Tür ist offen. Dann können wir die anderen. Sehr gut, dann können wir die anderen Roboter ignorieren. Sozusagen links liegen lassen. Genau. Achtung, hier unten. Hast du ihn schon? Conny hat ihn schon geschafft. Verdammt, ich hab vier schon. Achim! Guten Abend. Guten Abend, Jatzgnome, sei gegrüßt. Hallöchen. Jatz. Hallöchen. Und herzlich willkommen. Aus Gilles. Und da, ja. Grüße von Mallorca, Ari. Ja, war ich schon mal vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren mit dem Motorrad fertig. Da und da war das ziemlich günstig. Hier. Und warst du auch in der Tumpscheinhöhle, Thorsten? Nein. Da hast du mit versäumt. Das glaube ich. Das hängt aber mit Dingen zusammen. Also mein Schätzelein hätte da ein Problem gehabt, Fusionskern. Ja. Mit Boot fahren kannst du da und so weiter. Naja. Ich weiß. So, ihr Lieben. Ich baue die aus, kann die aber nicht bauen, ne? Weil ich habe keine Schalt. Doch, Quatsch, mal sehen. Die Schaltkreise habe ich nicht genau. Ich baue die aus und leg die hin und wir bauen suchen. Bandbesserung. Suchen oder? Ja, suchen und einbauen hier. Na, du kannst auch bauen. Ich lege die alle hin. Oh, egal. Also zwei haben wir schon eingebaut und Kirsche hier. Ich lege die hin. Weil, wie gesagt, ich muss erst verbessertes Reparaturkit nicht mehr. Wo sind die Dinge? Legendäre Kerne. Auch die Zentralrechenkern beschädigte. Da liegen sie. Und hier. Ich muss mir erst Fallout First aktivieren. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Das will ich aber machen wieder. Das lohnt sich nämlich. So, wir werden mal ein bisschen hier den Weg frei halten. Ihr habt schon welche reingebaut, oder? Ja, zwei sind schon drin da. Ist dann hier der Aggressor-Tron schon platt? Ja. Oh. Ja. Wir müssen mal Kirsche mal ein bisschen Platz machen hier. Dann. Kirsche wird einfach geärgert. Ja. Oh. Gut, Kirsche. Oh, das schießt denn. Naja, also die Nachgespornte waren doch schon alle erledigt. Ja, ja. Die sind aufdringlich, Conny. Die, ich weiß, ich verstehe das auch nicht, Conny. Ja gut, die sind eine Woche ausgeruht jetzt. Na gut, das stimmt, Conny. Hab ich die Rübe weggeballert. Was für ein herrliches radioaktives Wetter heute wieder. Ja, ne? Herrlich. Ja. Danke für die Nachricht, Erik, ne? Grüner Himmel. Das ist geil. Sicherheitspersonal. Also mit Maus und Tastatur lässt sich das doch spielen, Harry. Locke das. Hinter der Tür gelauert auf uns. Hinter Türen muss grün ist hier, aber das... Gewinnen sie das ja gar nicht bei uns, ja. Dann siehst du auch nicht mehr. Ja, am Horizont, da muss man das ist so. Ach, Enola. Genau. Winky, winky. Die ranzige Katze. Oh, der fliegt mir. Jetzt hör mal keine Schlüsselkarte rum. Nimm sie an dich. Du musst einfach runterschießen, Single. Bitte warten. Wir gehen zum Startkontrolltor. Startkontrolltor. Ja. Das ist ja wohl. Die Kiste hier. Kiste liegt hier rum. Was soll das? Du sollst aufmachen, die Kiste? Noch ist sie zu.
Genau. Uff, oh. Warte, ich war jetzt wieder explodiert. Da ist es zu. Startvorbereitungssequenz eingeleitet. An das gesamte Personal auf ihre Stationen. An das gesamte Personal auf ihre Stationen. Versammle Startkontrollleiter. Olli. Startkontrollleiter aktiv. Schick sie so aus. Schick sie so aus. Wollt ihr mal das Boot sahen? Ey, Nolabo, was bist du jetzt zu Teil 5? Ja, mit 1000 Schuss ist natürlich ein ganz anderer Schlag, ne? Dann nehme ich die gelbe Schuss. Dann nehme ich abgeschissen. Wenn du es 500 hast. Schön. Aber was willst du? Ich habe, wie gesagt, noch eine in der Kiste und die werde ich. Ich weiß bloß nicht, wo ich die hingelegt habe. Ich denke mal, die werde ich auf dem anderen Charakter haben. Er schreibt. So, jetzt habe ich Hände frei. Sorry, ich schreibe dir gleich mal eine Mail. Würde aber erst morgen auf dem DS vorbeischauen. Wenn das ist okay, Doki. Das ist okay, Gabba. Gar kein Problem, wenn du magst. Dann schaust du morgen erst vorbei. Überhaupt kein Ding. Installier dir das in Ruhe. Aber meine Frage, möchtest du bei uns mitmachen? Kanal? Angeguckt? Hast du geguckt, auf was du dich einlässt hier mit uns? Wie gesagt, YouTube. Mal gucken, was wir so machen. Und wenn dir das gefällt, was wir machen, wir sind eine freundschaftliche Gruppe. Wie so eine Dorfgemeinschaft oder Campingplatzgemeinschaft. So muss man sich das vorstellen. War doch irgendwo schon wieder so ein Aggressor drauf, ne? Ja, auf der Brücke. Ist der immer noch da oben? Nein, also tot. Erledigt. Ohne Strom. Ohne Strom. Ne, wie gesagt, Gabba, überhaupt kein Problem. Mach bei uns, wenn dir das gefällt. Wir würden dich aber gerne auch heute Abend schon aufnehmen, wenn du magst. Deswegen schau ab und zu mal rein. Wenn du Fragen hast, schreib gerne. Wie gesagt, wir spielen noch mehrere Spiele. Dann kannst du dich uns anschließen. Es ist alles zwanglos bei uns. Du kannst bei den Livestreams mitmachen. Es ist kein Zwang. Ich würde mich natürlich freuen. Und schöne Grüße von Gabba von Berlin. Genau. So, bitte 5 Minuten Zeit noch. Was denn, Harry? Kiste ist jetzt auf 50%. Harry, wir sind hier im Silo. 5 Minuten, das ist schwierig. Ja, wie gesagt, wer da hinten noch eine Atomraketenschlüssel, der holt sie sich unbedingt. Ich hab's da rausgenommen. Und dann würden wir dich aufnehmen. Ja, was schreibt der hier? Moment, ich muss mich erstmal zur Wehr setzen. Hier, warte, Augenblick. Ich werd gerade angegriffen. Ich kann noch nicht den PS lesen. Quatsch, den Chat lesen. So, jetzt kann ich lesen. Was schreibt der hier? Mal reinschauen. Muss ich wirken lassen. Ich kenne mich ein bisschen aus. Pass auf! Das Problem an der ganzen Geschichte ist, PS4 und PC lassen sich hier in Fallout nicht zusammenspielen. Sie kann auf jeden Fall in die Gruppe und in den TS kommen. Überhaupt kein Problem. Sie kann auf jeden Fall. Du kannst. Leider ist das hier nicht crossplay-fähig hier. Ne, das Spiel. Das spielt halt nur entweder auf dem PC oder auf der PS4. Aber auf jeden Fall kannst du deine Frau gerne dazu holen. Auch gerne den Kanal empfehlen, würde ich mich auch freuen, wenn es geht. Und sie kann auf jeden Fall mitmachen. Erkläre ich dir auch. Wir haben hier auch Teammitglieder drin, die sind auch in der WhatsApp-Gruppe drin, können auch nur auf der PS4 oder PS5 spielen. Gehören aber trotzdem auch zu uns, weil sie sich hier mit dran beteiligen im TS, weil sie mit uns schwatzen, weil sie mit uns Spaß haben, weil sie mit uns rumscherzen. Alles im grünen Bereich. Also auch das ist alles machbar und alles Mögliche hier bei uns. Überhaupt kein Problem. Deswegen sage ich ja, wenn euch das zusagt, gar das kein Ding. Das musst du lassen. Das fährt zum Besten.
Was sagst du? Achso, für Klamotten. Mann. Wo ist denn der jetzt? Ich hab den doch gesehen da. Okay. Den Nachladen ist ja doof. Wenn man den Tausender haben, ich hab den. Lad doch nach, ja. Fehlt uns ein Roboter? Ja, ich hab schon einen, habe ich schon mal wieder repariert, aber hier fehlt noch einer. Noch ein Haufen Gegner. So, ich bin unterwegs. Hier liegt noch einer. Na, wie gesagt, Gabba, gar kein Problem. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knaffert an seinen Fußnägeln? Richtig mal. Macht ihr das schon wieder für einen Unfug? Da ist mir nicht drauf stehen dann. Doch, kannst du, ihr müsst genau in der Mitte verlassen. Hey. Oh. Ja. Die Tür ist offen hier oben. Ich hab's das erste Mal gesehen, wie die aufgegangen ist. Ah. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du es gesehen, Mar. Yep. Allerdings habe ich gedacht, das macht genau, so. Mörserparty, Granatwerfer. Ja, das hätte es machen können, ne? War völlig unspektakulär. Ja. So, Alpha 0, 5, 8, 3, 8, 0, 3, 5. Zugang gewährt. Dabei habe ich doch schon zwei Raketen gestartet diese Woche. Ne, letzte Woche. Sieht irgendwie aus wie ein Schrotthaufen zusammen mit Popper. Thorsten, ich habe auch meine erste Rakete alleine gestartet. Respekt, congratulations, Rolli. Mhm. Freut mich. So, dann schicke ich dir dann die Nummer gleich und meine Frau folgt dir schon auf YouTube. Die Nummer? Die, na, von Gabba, denke ich mal. Na, die, aber, ach, Emmo. Ja, ja. Oh, das ist jetzt verstanden. Ich habe das jetzt gar nicht verstanden. Ich stehe jetzt hier so ein bisschen auf dem Schlauch. Emmo, ihr macht das schon. Alles gut. Rolli, wir bleiben einfach so. Ich glaube, ja, klar. Wir können ja gar nicht anders. Ich will das sehen. Hilfe, Harry, da kommen Verbrecher. Kirsche, ich will sehen, was sie da für einen Quatsch machen. Doch kein Mensch mehr auf. Ja, ja, ich auch. Nimm mal bitte noch die Schlüsselkarten mit hier auf dem Fußboden. Oh, aua. Oh, Conny. Danke! Ja, gerne. Aua, Hilfe! Was machen die schon wieder für Blödsinn? Pass auf, die machen deine Skier kaputt. Ja, oh Gott sei Dank. So, auf und davon! Au. So eine Frechheit. Sehen die nicht, dass wir... Oh, was ist denn jetzt los? Ja, Erik, du kannst machen, was du willst. Ich lass nicht los. Emmo, Emmo, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Ich habe das eben mit Gabba verwechselt, Emmo. Ich auch. Deswegen, jetzt sehe ich das so. Ich habe ein Stück weitergelesen, Kirsche. Jetzt habe ich es gerade. Ja, ja, Kirsche. Natürlich kann sie da auch in den Teamspeak rein. Selbstverständlich. Ich muss jetzt aber erstmal gucken, was mein Team macht hier. Die machen Blödsinn. Wo schießt der denn? Die machen Quatsch, die machen Blödsinn. Ich muss da hin. Conny, das geht nicht anders. Vom Riff aus wird die schießen. Dieses Video. Ich will das sehen. Oh, hier ist ein. Der trifft meine linke Kniescheibe. Kannst du mal bitte einen Abschleppservice holen, weil wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Ich rufe gleich einen Abschleppservice. Was haben die jetzt schon? Ja, schick doch mal, die kommen also, ja immer nicht mehr raus. Falls du EL7 ist Gold, dann siehst du die Misere. Conny, hör doch mal. Nee, Kirsche, hör doch mal. Kirsche, hör doch mal. Kirsche, also, sag doch mal. Das tut doch weh. Kirsche, das ist doch Fernsehverbot reif, ne?
nicht machen. Wieso kann ich hier meine Rüstung nicht verlassen? Kann mir mal einer sagen, warum ich will meine Rüstung hier verlassen? Hallo? So, jetzt geht's. Das ist ein Bilderrätsel. Was stellt das dar? Ich könnte euch das ganz genau was das sagen, nein, was das darstellt. Nein, nein. Noch nicht. EL7 ist Gold. Na toll, du kommst darauf mit. Es kann wohl wahr sein. Ist das ein Klumpen, ey. Dann jetzt musst du Fotomodus hier, dann werden wir halt unten Müll machen. Hab ich doch schon. Unten die Positionen. Positionieren. Das kommt gleich in die WhatsApp-Gruppe. Das kommt gleich in die WhatsApp-Gruppe. Nee, schick ihr die Daten. Oh Quatsch, schick ihr die Daten. Emo, gib mir die Daten und dann geht's in den Teamspeak rein. Kommt sie sofort nach. Sag mal, wir machen aber schon noch die Brandbestie, oder wie? Ich frag für einen Freund, ne? Das ist eine Knallgruppe, ey. Das glaube ich jetzt ja nicht hier. Alter Verwalter, das ist doch völlig anders. Gabba, I'm so sorry, Gabba, aber ja, das geht nicht anders. Tut mir leid. Gabba, wie gesagt, kannst du auch morgen alles machen, wenn du magst, dann würden wir dich nachher gleich aufnehmen. Ja, wenn du das möchtest, nach der Brandbestie nehmen wir dich in die Gruppe auf und morgen schickst du dann alles durch und machst es mit dem Teamspeak. Dann Daumen gerne hoch. Und wo ist die Brandbestie? Musik, nee. Ich ist nach Hause gefahren. Mit dem Bus gelaufen, ich hab's gesehen. Ich hab es jetzt direkt reinhören. Erik, diese Figur könnte auch in jedem Gruselfilm mitspielen, ne? Ja, ne? Irgendwo gucken, kommen dann Arme raus, zwei Köpfe, Beine aber, sind auch. Aber irgendwo. Es sieht gut aus. Aber das wirkt, das ist Kunst. Ja, I don't know. Aber getroffen haben wir die Brandbestie doch. Ja, doch. Ich sehe keine rumflattern. Ich auch nicht. Ich bin auf einem anderen Server rübergeflogen. Ach, Achim hat es erkannt, die ist auf einem anderen Server. Achtung, Leute, die Brandbestie ist auf einem anderen Server rübergeflogen. Ist ja komisch. Ah, Janik hat mir gerade was geschickt. Ach so, ja, 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 das ist die. Alles klar, Janik, mache ich. Kommt nachher rein. Die kommt, deine Frau kommt auf jeden Fall. Ich habe das mit Gabba verwechselt. I'm so sorry. Erik, du hast verloren, du hast dich bewegt. Aber du siehst gut aus, Erik. Ich kann an die Stelle sitzen. Da steht denn hier oben noch drauf. Rolli Hai, dann ist sie das. Ne, der ist nicht da. Mich haben sie nicht raufgelassen. Du kannst doch auch rauf. Spring doch auch rauf. Nee, mich haben. Komm, spring rauf hier. Alles rauf hier, Leute. Komm, ich mach Fotomodus. Kirsch, ich hab versucht, die aufzufangen, aber das hat nicht geklappt. Ich weiß auch nicht warum. Eines Tages kommt die Brandbestie auch noch. Ihr müsst nur Geduld haben. Nein, nein, nein. Ah, da kommt sie. Nee. Wo denn? Das ist doch gar nicht. Nee. Falscher, ja. Das ist doch ein Fake. Kam überhaupt tot von oben? Habt ihr überhaupt den Riss getroffen? Natürlich haben wir den Riss getroffen. Geh doch mal rauf gucken. Da kann ich aber in den Fotomodus nicht. Aber ich hatte gar nicht tot von oben hier, ne? Ich oder? Auch nicht. Ich auch nicht, aber die. Hast du sie überhaupt abgeschickt? Klemmt noch im Rohr drinne. Hast du den Knopf gedrückt? Die kommt nicht raus, ist eingestaubt. Eine Woche nicht bewegt. Schluss mit lustig. Alter, Leute, soll ich euch mal was sagen? Ha? Die ist sie eigentlich, die ist doch abgegangen, Conny? Doch, die ist aus. Ja. Ich weiß es nicht, ich hab's nie mitgekriegt. Also, Conny, das ging alles so schnell. Ich flieg jetzt. Ich hatte jetzt eben schlechtes Gewicht. Ich bin jetzt wieder zurück. Wieso ist die Rakete? Was ist denn heute los? Also, hier ist, also am Riss ist keine Strahlung, erst hinterm Riss. Ups. Aber die ist doch. Nein, die Strahlung beginnt genau hier.
Wolken steht, ist genau hinterm Riss, warum auch immer. Alter Falter, aber nee, das ist ja richtig, aber Erik, guck mal ganz genau drauf, das hätte doch klappen müssen, oder nicht? Ist ja aus der Übung. So. Gut, bravo. Das haben sie jetzt wieder kaputt gemacht. Ich hoffe, sie haben es gepatcht. Wer wird denn hier schon wieder gesucht? Was? Wie? Wo? Ach! Aha, okay. Mhm, was? Mhm. Wie? Ach, wie konnte das denn passieren? Was, Aeronox? Weiß ich nicht. Drum. Welche Kiste hast du denn schon wieder aufgemacht, die du nicht solltest? Das war der Kaffee. Mein Munitionsautomat oder was? Nee, das war der Kaffee. Ich bin gleich wieder da. Ach, klar, hier ist er. Ah ne, wir sind ja im Team, Veronika, ich kann nicht umnutzen. Veronika, der Lenz ist da. Nee, ich glaube, ich kann dich nicht umnutzen. Harry! Harry! Hau mich um! Erschieß mich! Ja, bitte, erschieß mich! Erschieß mich! Hey, ich bin bei dir. Weiß ich, wo du es anhab. Weiß ich, wissen, wo du es. Hat sie, du. Die machst du doch nicht aus. Tut mir leid. Also das ja wollen wir jetzt. Jetzt starten wir noch eine Rakete oder wie? Dabei ist sie genau drüber, Erik. Und du weißt ja, sonst reicht's, wenn sie da einfach nur angeschrammt wird, ne? Ja, du kommst hier rein und kriegst ein paar Strahlung. Soll ich mitkommen? Wo bist du? Bravo. Ah ja, okay. Ja. Schieß. Hopp, davon, wenn man Kaffee nicht widerstehen kann. Hilfe, danke. Jetzt will ich immer noch gesucht. Nein, ich muss sterben. Verdammt. Ich muss komplett sterben. Ich hab schon wieder Hugo. Ja. Ja, das wundert mich, ne? Pflanzen sind ohne radioaktiv. Ja, wie gesagt, das mit dem Rohr hat er mich schon irritiert. Mit dem Bad? Das Rohr, das aber eine Rohr ließ sich nicht reparieren. Das eine Rohr konnte keiner von. Das eine Rohr konnte keiner von uns reparieren. Ja, vielleicht lag das aber da dran, ja. War bestimmt die Rohr der glorreichen Sieben. Das Rohr reicht nach Sieben. Und dem Startcode zum Kontrollraum, um den Start einzuleiten. Warten wir schon, der Bild vor sich. Oder die wurde geschluckt. Ja, das waren Rohrkrepierer. Ja, das kann schon eher sein. Eine Bohrklemmer? Haben sie den Kopf feuern in die Rakete? Also ich habe gesehen, wie sie abgehoben ist. Raus ist sie. Conny, also ohne Quatsch, ich habe auch schon Halluz gehabt. Ja, dann haben sie vorher den Kopf oben abgeschoben. Conny, ich bin wieder zurück und habe gedacht, gehst doch mal zurück. Kann ja sein, dass du gar nicht auf Bestätigen gedrückt hast. Aber das ist ja Quatsch. Der Kaffee war schon. Der sperrt noch seinen Kaffee ab. Nö, ist unser Legendary. So, mal wieder nachladen. So, Rolli ist da. Conny kommt auch noch, sehe ich gerade. Conny will den anderen Teddy noch haben. Was? Conny kämpft. Ja. Aha.
Ach so, geht das ja nicht, oder? So, erledigt, Conny. Ich hab ihn platt gemacht. Wieso sehr ist gut. Den ganzen Tag friere ich und jetzt ist mir wieder warm. Nee, nee. Bei 22. Naja, ist auch wieder abgekühlter, ne? Komm, Thorsten. Geht los. Ja, ja. Conny ist durch. Gut, ja, dann, ja. Dann folgt mir. Ich habe schon Schokolade gegessen an der Bank. Das ist super. Kommt, kommt hier. Wie gesagt, ich mache hier eine Karte, kann ich noch nicht machen, Leute. Willst du, Rolli? Ja. Ich räume mir schon mal auf, ne? Ich mach mal die Tür auf. Deutsche Bräter oder vier? Hier ist keiner Bräter. Die ist gar nicht rausgebrochen, Harry. Das waren Rockrepiere. Kann aber nicht sein. Ja, ich kann es ja auch nicht sagen. Getroffen. Ja, das meine ich. Du hast auch auf die Karte geguckt, Harry. Das ist ja eigentlich getroffen, ne? Wird auch voll. Das, ich verstehe es nämlich auch nicht. Ja, es kann aber sein mit der Zeitverschiebung hier von Mallorca, ne? Kann sich das so zusammensetzen, ne? Oder mit dem Höhenunterschied. Zeitverschiebung? Ja, doch, Harry. Sag ja, Harry, und dann ist gut. Die ist doch nicht. Also, Harry! Zeitverzögerung. Gar nicht drüber über den. Harry! Harry! Auf jeden Fall verstehe ich nicht, also die ist eigentlich komplett getroffen. Rolli, also wie lange spiele ich jetzt Fallout? Ich glaube 5 Jahre. Das ist noch nie passiert. Ja, das ist noch nie passiert. Und vor allen Dingen so, guck mal auf die Karte, die haben wir immer so gesetzt. Die ist drin und die ist, wenn du auch vergrößerst, die ist komplett drin im Ring. Ajo. Gut, dann nehme ich jetzt hier noch ein bisschen höher und dann ist das gut. Tür ist offen. Nice. So, Enola, sieh zu, dass du rauskommst jetzt hier, klar? Hör mal, du hast eine Schwester, die hat nicht funktioniert. Also, nicht, dass mir das normal vorkommt. Das war ein Rohrkrepierer, ganz genau. Vielleicht waren die Schrauben oben am Deckel zu fest. Das könnte sein, ja. Dass sie da immer noch gegentanzt. Wir können nie wieder nach Alpha. Oh Gott, ey, das ist peinlich, ne? Alpha wird ab jetzt für uns gestrichen sein. Ja, war schön mit Alpha. Das war noch Zeit, ne, Conny? So, alles mit dem Arbe dann. Wir werden auch hier erstmal aufräumen. Warst du schon am Computer, Thorsten? Nee, ich schieße mir erst die Turrets hier ab. Dann gehe ich hier dran, ne? Ja, jetzt kannst du es machen, weil wenn du sonst kommen die neuen raus und werden gleich abgeschossen. Ja. Jetzt kannst du rangehen, ja. Startvorbereitungssequenz eingeleitet. An das gesamte Personal auf ihre Stationen. An das gesamte Personal auf ihre Stationen. Versammle Startkontrollleiter. Startkontrollleiter aktiv. Das war ja ein Flop eben gewesen. Verdammt der Mist. Sicherheitsteam. Kannst nichts machen. Nee. Sicherheitsteam. Kannst nur zum Kontrollraum. Sicherheitsteams zum Kontrollraum.
Bleibe stehen bei. Vinti, sag mal einmal Hallo zum Lucifer. Der fragt, ob du einen schönen Urlaub hattest. Svenny, hallo, sei gegrüßt. Ja, danke dir, Svenny. Doch, einen sehr schönen Urlaub gehabt. War toll. Ich habe ihn jetzt verlängert, deswegen Grüße von Mallorca. Nee, Svenny, vielen, vielen Dank. Ja, hab mich schon wieder auf euch alle gefreut, Svenny. Wir quatschen auch und dann planen wir auch wieder. Svenny, und dann schwabbern wir auch mal über die neuen Spiele und über das, was wir uns noch vorgenommen haben. Sankenland haben wir auch noch nicht gespielt und. Da sind dann noch so einige Sachen, die wir noch miteinander zocken wollen. Das geht ja auch los, Svenny. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Und bei dir alles soweit okay, Svenny? Wer schießt hier? An das gesamte Personal. Auf die Station. Was, Bruder? Ach, da hinten. Hier irgendwo. Hast du ihn? Ja. Ah, ne, Fast ist auch hier. Ne, Fast kommt auch. Ja, siehst du, Suki. Oh, ich liebe das. Es hat sich nichts geändert. Und das nennt man Treue. Und ihr seid eine treue Truppe. Ob das Team oder meine Community, ihr seid die Liebsten. Oder, Conny, wie wir immer so schön sagen, die Besten. Die Besten von den Besten. Genau, Conny. Die Allerbesten. Oh, jetzt wieder einer platt gemacht. Oh. Aufgeräumt. Was hier? So, wo ist einer kaputt hinten, glaube ich, ne? Ich gehe mal hinten wieder reparieren. Dass hier ein reines Hürdenspringen, ne? Ja, Svenny war sehr bergig. Überall, also unser Hotel da befindet sich auf einem Berg. Auf einem hohen Berg. Und da bist du halt nur mit Skistöckern hochgekommen. Die ich aber nicht hatte. Aber die haben das richtig gemacht. Ja, Essen war lecker, Frühstück war der Hammer gewesen. Ja, und Alter. In dem Sinne möchte ich natürlich auch noch gerne sagen, liebe Leute, besucht in Paguera gerne eine Eisoase. Habe ich da gefunden. Gehört einem deutschen Wirt. Der macht das aus Fun, weil er sagt hier, ich möchte da noch gar nicht so gerne einfach nur zu Hause sitzen, und dann macht das auch Spaß und er freut. Es gibt leckeres Eis da in Paguera. Schön gesessen. War schon cool. Heißt das nicht Paguera? Du kannst auch Paguera sagen, Achim. Weil ich das damals auch hier verkehrt habe. Heißt Paguera. Kleine okay, Stimpack bitte oder deinen Flammenwerfer nutzen, putzen. 75%. Jetzt das Event tötet die Brandbestie. Was? Jetzt startet das Event. Und die Brandbestie ist da. Juhu! Nee, ne? Ja! Du Scheiße. Wir hatten da auf der Leitung gestanden. Oh, ich weiß, wie bitte. Ich glaube, das ist ja wohl nicht. 20 Minuten haben wir noch. Und die landet sofort, na toll. Also doch unschuldig. Ich habe schon wirklich gedacht, also das ist ja wohl. Heute ist ja wohl wieder das Würmchen drin, da. Gut, ich komme. So, sag jetzt nicht, dass die Brandbestie da wirklich da unten ist. Wirklich, wirklich. Ist ja wohl ein Witz, oder? So nicht?
Schlüsselkarte angenommen. Guck doch mal beim Event. Zugang gewährt. Sollt ihr doch anzeigen. Schon lustig, ne? Ja. Jetzt tatsächlich, jetzt ist auch der Marker. Ey, das ist ja wohl. Gott sei Dank, dass es nicht verspätet ist, ey. So, sag mal, wie viel hat die noch, Erik? Was? Wie viel? 90. 90%, aber das dauert ja noch ein bisschen, dann warte ich noch. Ich setze sie aber diesmal ein bisschen höher. Ich will auch ein paar Fußnägel haben. Naja, sie geht auf 70. Gut, ich bin schon bereit. 60. Macht sie fertig! Leute, das ist ja wohl ein Scherz, ey. Conny, ich habe echt geglaubt, das war ein Rohrkrepierer. Weißt du, Conny, was ich gedacht hatte? Aber ich habe es auch gesehen. Aber weil das alles so schnell war, Conny, und durch das Geschwatze, habe ich gedacht, ich habe vergessen, auf Bestätigen zu drücken und bin dann einfach raus, weißt du? Wie das manchmal so ist. Aber nee, nee. %. Ja, gut. Ich bleib hier immer stehen, bis die zündet, ne? Ja, das meine ich. Ah, du hast es gesehen, ne, Conny? Ja. Aber man, Conny, man zweifelt, aber und überlegt mal, das ist wohl witzig. Aber sie ist gestartet, ja. Sie hat halt einen Umweg gemacht über Mallorca, ist doch ganz klar. Ja, gut, das kann ich verstehen. Also, wie gesagt, Freunde, ne? Mallorca. Ist down? Ja. Hast du Angst vor mir? Aus der Übung, ja. Ja, im Ernst jetzt. Ich habe Kirsche, tatsächlich habe ich selber an mir gezweifelt. Du kleine Hummel, du. So, Enola, ab geht's. Das ist ja wohl ein Witz, oder was? Also das war ja wohl ein Ding eben. Das wäre peinlich gewesen. Das konnte ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen hier. Rakete gestartet, Rohrkrepierer. Na toll. Guck mal, wie Conny mir da steht und wartet. Oh, Conny, guck. Getroffen. So, Jalousie zu, weg ist er. Ab geht er. Und wieder runter, Conny. Mann, Mann. Mann. Mal. Irinox, bist du immer noch nicht gestorben? Ich habe sogar erhöht schon meine Belohnung, aber keiner will mich. Keiner will. Oh. Mann. Und einer hat mich gerade abgeschossen, ich habe zurückgeschossen, der ist aber gleich umgefallen, das war keine Absicht. Oh, oh. Du hast das Ding ja selber versaut. Du kannst doch nicht deinen Erlöser erschießen. Was ist denn hier immer noch? Ich schau, wenn ihr hier hinter der Brandwest Schutz suchen willst und sowas. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da hat die wirklich die 5 Minuten? Gute 5 Minuten waren das, ne? Oder wenn nicht sogar 10 bald. Ja, ja. Das ist ja wohl ein Witz, ey. Aber das ist ja wohl eine Verzögerung, die ist ja interessant. Na, Achim? Ja, ist ein Ding, wa? Das ist ein Ding, Achim. Pagera, Achim. Ja. Und der Banzer. Der Banzer, genau, der Banzer. Und Balmer, Achim. Balmer. Und Wien, wa? Wien gehört auch dazu. Balmer war gut. Nee, das ist ja woanders. Ha, hier ist schon wieder ein Badeanzug da. Das ist ja wie Urlaub hier mit die Welt. Ja, das meine ich ja. Naja, hier sind 2, 3 mit so einem Schnaufinstrument da. Die sind wieder relativ flott. Ja, deswegen haben wir da die zweite. Können eigentlich schon Charlie wieder starten, Leute.
Morgen muss ich auch mal wieder aufnehmen. Und auch noch ein paar mit Gewehr. Effekte. Oh ja, das geht. Gepennt habe ich schon lange nicht mehr während des Einsatzes, aber ja. Das habe ich für dich erledigt. Wieso? Na, weil ich geschlafen habe. Toll! Ach, du legst ihn hier hin, also kann ich's machen. Ich muss ja wenigstens den Schrott wieder für Rolli sammeln. Du brauchst keine Angst haben. Ach guck mal, jetzt kommst du raus. Vielleicht hat sie ja die erste mit dem Klemmer. Sie hat einen Rock, da waren Rockrepiere. Jetzt die Rakete kam an, aber die mit ihm nicht raus. Die hat unten gegen die Luke getanzt, weil die nicht aufging. Ach, BR7 ist übrigens Rolli, ne? BR7 ist Gold. So, Harley, ist dir nicht kalt in deinem Badeanzug? Oh. Hat sich halt dem Thema angepasst, ne? Mallorca. Alle ist nur einmal ja, genau. Im Jahr. Heute ist das Thema Mallorca. So ein bisschen schneller, Leute. Also das muss ein bisschen flinker gehen hier. Dauert schon viel zu lange hier. Zur Abwechslung alle auf dem Strandfest hier. Juhu! Genau. So, wir haben es geschafft. 28 Minuten 27 Sekunden. Hätten wir noch gehabt. Ja, weil die andere uns so verarscht hat, haben wir mit der kurzen Prozess gemacht. So sieht's aus. Ich habe alles eingesammelt, auf nach Charlie. Na, lass mich mal einmal kurz in meinem Hänger verschwinden. Ja, soll ich mitkommen? Ich glaube, ich bin gerade in eine Mine hinauf. Das hat nur einen Bob zerrissen. Mein Geld, meine Gold, meine Kronenkorken hier. Finger weg hier. Jetzt werde ich schon wieder angeschossen. Und? Was sagt er dazu? Ich sag diesmal nichts dazu. Ich warte, dass ich noch geschossen werde. Ich glaub's auch. Diesmal lasse ich die Waffe stecken. So, bist du schon oder? Ne, ich will jetzt. Ach so, na dann los. Charlesen, ne? So, Gabba, eine Rakete noch und dann würden wir dich in die Gruppe aufnehmen, wenn du magst, ja? Im War Room am Weißen Haus treffen wir uns nach dem nächsten Event. Okay? Kannst du eigentlich Charleston? Kannst du Charleston? Da ist schon einer drin, der Rolli-Hai ist drin. Da brauche ich ja nicht mehr hin. Wieso bin ich überladen? Rolli, hör auf. Was? Das ist doch eine Lüge, Rolli. Bin ich schon jemals überladen gewesen? Meine Tante ist überladen. Genau. Unsere Tanten sind überladen hier, ne? Genau. Warte mal, ich muss mal schnell einmal hier gucken. Ich habe ein vergilbtes Foto gefunden. Ein vergilbtes Foto. Ach da. Das ist richtig. Da. Ja, das ist richtig, Svenny. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch gelesen und genauso, Svenny. Und darum sind wir ja auch hier in dieser Gruppe und in dieser Gemeinschaft, ne? Betreutes Gaming hat man das vor meiner Abreise genannt, ne? Ist dabei geblieben, ja, ne? Gut. Ich komm nicht rauf. Ja, du bist zu weit, musst mehr in der Mitte.
Seid ihr immer noch da wieder auf dem Ding? Das andere schicke ich nachher. Ich bin weiter vor. Selbst ja schon mit der Kamera. Ja, Rudi, was soll ich sagen? Wir arbeiten. Ja, ja. Die spielen, ne? Naja, ich bin enttäuscht, Rudi. Du hast da noch mal nachzuholen, oder? Ich muss ja. Ja, gut, das stimmt auch wieder, Erik. Ich kann sagen, wie viel. Festival. Oh, Mensch. Ja, das ist Kirschi Lieblingsspiel. Ah. Das wäre das Treff für dich. Ja. Aber Kirsche, frag Erik doch mal, wie gerne er in New World von Säule zu Säule springt. Erik, wie gerne springst du? Sehr, sehr gern. Und frag Erik mal, wie er reagiert. Also ehrlich, richtig toll und entspannt und... Ja, also... Total entspannt. Also er hat seinen Rechner zum Glück nicht aus dem Fenster geschmissen. Aber wenn ich da noch dreimal runtergeflogen wäre, Erik, dann hätte ich die Dinger auch mit dem Trennjäger abgezogen. Conny, ich glaube, die Tür schon wieder auf. Ja, nicht bewegen. Conny, ich glaube, die Tür schon wieder auf, wenn ich mich nicht irre. Da ist schon wieder einer durch. Du. Oh je. Und er hat einen aufgegeben. Oh oh, aufgegeben? Ja. Aufgeben gibt's nicht hier. Als ob du Kampf von mir schaffst. Aufgeben, was ist denn das? Kapitulieren? Nee. Kirsch hat mich auf der Schulter zu hängen. Warte mal, Conny, warte, Augenblick mal, Conny. Quitty, I have found a cloud. Actually. Nee, Fassel! Nee, hello! I am on this peak. I have found a cloud, if you want. Kima, ich verändere lange drauf. Du hast ein langes. Du hast. So, Conny, warte. Ich guck mal nach. Ja? Ich glaube, da hat schon wieder einer aufgemacht, Conny. Guck mal. Guck mal in auf YouTube gleich. Okay. Oh, you're already in. Oh, okay. Glaub ja, ne? Ich gehe schon mal aufräumen, Conny. Kamera Digga mitnehmen. So. Trinkt ihr da Kaffee und Kuchen oder was macht ihr da? Sag mal. Nur nicht Hutle! Körkin schießen, ihr Körki klar danach. Nix, ja, nix. Hier wird konzentriert gearbeitet. Okay. Genau, das ist Ingenieursarbeit, mein Freund. Was? So, okay. Von dem bisschen sehr gut, ja. Schön.
hier mit den Farben spielen, das mache ich selber mit meinem Programm dann. Jetzt sieht man nichts mehr. Jetzt schwer ist nein. Conny fährt vorne auf meine Schirme. Er fährt von den Türschen. Tür ist offen! Supi! Bin unterwegs. Ich musste eben nur noch mal schnell was posten. Hallo Inula 3! Wollte gerade sagen. Hallo Radbär 3. Banzio Batzo ist mir mit Hardy am Flirt. Wird geschossen und nicht geflirtet. Na, hier wird geschossen, Harry, und nicht geflirtet. Genau. Ja, nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne. Was? Nicht infizierter Eindringling? Identifizierter Eindringling? Guck mal, ich bin noch nicht lange wieder hier. Schon fängt man wieder an, Quatsch zu reden. Oh, ich hätte so gerne noch einen Keks. Ja, ich habe gar nichts. Was soll ich denn sagen, Conny? Ich habe gar nichts zum Naschen hier. Ich mache mir da gleich ein Honigbrot oder sowas, wenn er so weitergeht. Ja, das hört sich auch gut an. Schatz, ein Honigbrot bitte. Please. Wer war mit Kamera drin? Oh nein. Wer war mit Kamera drin? Ich hab ein paar Mal zu mir gerufen, was ein Tee mit mir getrunken. Vielleicht für die Intention, da braucht ihr noch. Das ist fast keine Freunde. Dieser Bereich ist sauber. Setze Suchprotokoll fort. Hallo Markus, sei gegrüßt, Hoktasa. Grüße von Pagera. Telemetrieleiter. Aus Pagera. Achim, sag das doch mal. Ich höre immer Kadera. Genau. Pague, Paguera. Nee, stimmt sogar. Von Palma, de Mallorca. Von Strand. Wo die balearischen Wellen schlagen an den Strand. Ne, Rolli? Jo. Keine Wellen schlagen so schnell an den Strand wie die von der Nordsee. Na gut. Nein, die schnellsten sind die vom Mittelsee. Ne, die schnellsten sind die von der Ostsee. Genau. Es ging um die schönsten. Okay, das ist okay. Der Mittelsee ist so gefährlich. Ja, aber die sind immer da, wie langweilig. Stimmt, Achim. Stimmt. Stimmt das, Achim? Achim ist auf der Terrasse. Achim müssen wir unbedingt mal einen Funkkopfhörer schenken. Achim kriegt einen Funkkopfhörer, wenn er auf der Terrasse steht und dann denkt der Nachbarn, mit wem quatscht denn der da? Na, er ist moderne, aber Juku. Tuff!
Wieso ist denn schon wieder alles kaputt hier? 25%. Ich mach die auch wieder heil. Warum wollt ihr denn die anstellen? Das ist eine Klassenarbeit, ihr seht. Stehen bleiben. Olli, sag denen mal Bescheid, dass wir eine Klassenarbeit schreiben heute. Ja, die können nicht mehr schreiben. Langweilig, Klassenarbeit. Denen ist schlecht geworden. Na gut. Telemetrieleiter aktiv. Der Telegrammleiter, der ist jetzt aktiv. Der eine ist hier ein bisschen ungesund umgegangen. Olli hat die Null. Guck mal, dem habe ich einen Beinhacker gestellt hier. Olli, guck mal hier. Oh, wo denn? Wo denn? Wo denn? Au! Ach, da, ja. Hey, hier ist doch. Ich hab gedacht, du wolltest den nicht, aber naja. Schau mal. Ich hab gesagt, das wird eine Klassenarbeit geschrieben. Ab in den Klassenraum zurück mit euch. Hört doch, was ist denn hier los, aber Junge. Startvorbereitung bei 35%. Töre. Töre. Bitte treten Sie vor und geben Sie sich zu erkennen. Bitte treten Sie vor und geben Sie sich zu erkennen. Genau. Oder ich werde meine Mutti anrufen und die kommt dann mit den Teppichklopfer und verhaut. Das kannst du wissen, ey. Ja. Und hier werden keine Liegen mit Handtüchern. Nee, nein, auf gar keinen Fall. Wo willst du denn ja noch Freunde? Fahre in der Mülleimer hier, du. Ja, ich hab davon auch gleich drei. Die sollen ab ihre Klassen arbeiten. Ja. Wo werden die ja nie fertig? Sag ihnen, es geht um Robotik, das ist richtig. Gut, genau. Mathematik und Robotik. Genau. Oh, oh, was ist hier unten los? Was ist hier los? Hauptsache, wir haben hier sowas von schwer zu tun hier, ehrlich. Was ist denn, was hier los ist? Hab ich euch das erlaubt? Hast du wieder eine Kappe? Genau. Ich hab die doch alle repariert. Ach, hier. Reichheit. Piano Charles Reeves ist dem Team beigetreten. Ach, die ranzige Katze ist bei mir raus. Wieso ist die ranzige Katze? Ach, Harry hat ja gesagt, er macht ja rechtzeitig Firearm. Korrekt, Harry? Harry geht nämlich ins Körbchen. Harry, ich danke dir, dass du dabei warst, Harry, und wünsche dir eine geruhsame Nacht. Genau. Rechtzeitig abgefangen. Freund hat deinen Channel verlassen. Abgeschlusen. 6, 9, 5, 9, 8, 3, 3, 9, 8, 3. Das stimmt sogar, was du gesagt hast. Ich habe das genauso eingegeben, wie du gesagt hast, Erik. Raus. Ja. So mathematisch exakt. So, weh ist schon wieder. Ah, ich dachte schon wieder ein Rohrkrepierer hier. Nein, ist alles gut. Jetzt wollte ich zu Erik reisen, aber der ist im Hauptmenü. Gar nicht. Ja, schon wieder im Hauptmenü. Na. Jetzt haben wir sie aber beobachtet wieder, Conny. Aber ganz genau. Sie hebt ab, sie hebt immer noch ab. Da tanzt sie unter der Luke, Conny. Steckt fest. Ich guck nach. Oh, was war das? Mist, Jalousien sind schon zu. Jalousien wieder runter. Gut, auf runter. Auf und runter, rauf und runter.
Rolli, ne? Die Dingens hier, die, du weißt schon, was ich meine, ne? Falls ihr nicht wisst, EL7 ist Gold. EL7 ist Gold und. Schon? Wir sind ja noch gar nicht da. Wie kann das schon Gold sein? Kann doch jetzt noch nicht Gold sein, Junge. Ja. Das kann doch noch nicht Gold sein. Mhm. Die Fluxe, die hängt da mal so für dich und, ne? Ach so. Ich hab hier meinen Hänger, du war. Das ne? ist, du bist, also, ne? Aus Versehen. Du jute Seele, du. Ja. Da kannst du denn mal reingehen, Schiedamatzi. Echt jetzt? Das ist aber lieb von dir. Dein Hänger. Guck hier, alle. Ach, da liegt dein Hänger. Geh mal, komm, lass uns mal bei den Hänger gehen. Komm hier. Guck mal bei mich so. Leg die Motor hin. So, Schrott. Warte, hier Schrott. Hat mein Hänger Schrott? Das kannst du aber nicht sehen. Ach, gut. Ach. So, warte, bitte. Möchte ich wetten. Also Kirsche, so was macht man noch nicht. Siehste. Ich hab's ja geahnt. Naja. Aber ich habe gedacht, einmal. Jetzt gehe ich erstmal pennen eine Runde hier. Na ja. Bitte nicht stören, ja? EL7 ist Gold und ich muss eine Runde pennen. ich finde, das sieht gut aus. So wie ich da so da rumliege. Ich habe noch 9, 8, 7. 6, 5, 4, 9, 3, 2, 1. Aufwachen! Was denn hier? Der Wecker klingelt mal kurz bei Thorsten. Danke. Ach ja, tatsächlich. Ey. Danke, Erik. Bitte. So. Wo ist jetzt das Gold? Keine. So, gar keine Ahnung. Nach diesem Event. After this Event. Ja, schon mal wieder Achim von der Terrasse zurückgeholt. Oder haben sie die Balkontür zugeschlossen? Ich glaube, er ist angefroren da draußen. Oh nein. Sí, señor. Und die Zimmernummer war 350. Ah, oh, ist die Spanisch da. Du hast gesagt, der Toilettenschlüssel war die 74. Wobei ich ganz stolz war, an der Rezeption wurden wir mit Amiga und Amigo bezeichnet. Und ich fühlte mich gleich jung. Senora y Señor
ist doch ein bisschen älterlich erfunden, ne? Wer hat eigentlich Spanisch im Unterricht gehabt von euch? Nein. Ich auch nicht. Achtung, Piano Charles Brief, Mann am Boden. Nee, noch nicht, ne? Gut. Olli, gehen wir wieder in deinen Hänger. Also, warum hast du die so schnell runter? Ja, entschuldige. Ich bin unschuldig. Oh, wer hat denn hier so eine Schweinerei vor meiner Tür gemacht? Mann! Was? Schweinerei hier, überall Kadavers. Schlechte Zeiten, oder? Sieht ja aus wie früher im Kadaverhaus. Ja. Das war immer eine besonders leckere Sache. Ja. So, dreimal Hirn habe ich, Erik. Zum hier ist nur zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen. To go. Regen to go. Regen to go, ja. Alter, hier ist ja volle Hütte. Junge, Junge. Geht los, ne? Ich stehe hier schon. Ist ja, als wenn hier Disco wäre. Das ist aber echt oldschool Disco. Disco? Wie heißt das eigentlich denn heute, Conny? Ich kenne das auch nur so, Disco. Ach, du, man geht in den Club. Ach so. Man geht in den Club? Okay. Aha. So wie 10. Ich dachte, das war der Tanzspätenplan. Ach so. Tanztee ist, glaube ich, noch oldschooler. Das ist praktisch Vintage. Aber was heute wirklich, was ich so gut finde, heute kann nichts mehr passieren, weil die fassen sich nicht mehr an. Nee. Da geht Ritter nichts mehr. Der kleine Ritter ist da. Was? Der kleine Ritter ist da. Kleiner Ritter! Oh, einen wunderschönen guten Abend, kleiner Ritter. Hallo! Schön, dass du wieder da bist. Oder ich bin wieder da. Grüße von Mallorca. Der kleine Ritter ist da. Okay, Leute, dann wollen wir mal schauen, wieso ich so fett bin. Erik, soll ich das erst noch kochen oder ich koche das mal noch, ne? Naja, ne? Soll ich das vielleicht noch in eine Tüte packen oder wie hättest du das gerne? Naja, nee, Tüte bitte nicht. Bitte reicht mir nicht in Zeitungspapier einwickelst, oder, aber bitte ohne Plastik. Alles klar, selbstverständlich.
So. Dann werde ich jetzt erst kurz mal zum verrosteten Pickel. Kennt er ja schon, ne? Der kleine Ritter. Wie geht's dir, kleiner Ritter? Alles gut bei dir? Was scheint er? Ja. Enola 3, Conny, genau. Also ich meine, die erste Enola, die war ja die Krönung, muss ich sagen. Junge, da kamen sie nicht aus ihrem Loch raus. Beziehungsweise, also können wir die nicht mitzählen, ne? Ne, die ist nicht eingeschlagen, ne? Oder zu spät. Wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich was sagen, aber ich verklemme. Ja, ich hab's mir auch verkniffen. Ja, na, da bin ich ja mal gespannt, Conny, ob wir da ähnliche Gedanken hatten. Gut, das haben wir weg. Wieso bin ich immer noch zu fett? Hä? Nanüchen? Dann schmeißen wir hier erstmal rein. Ach, ich weiß warum. Ja, das müssen wir da rausnehmen. So, Atom, nee, das auch nicht. Das auch nicht. HIJKL da. Was? Nein. Nein. Hä? Bitte? Ach Quatsch, Mensch. Ich muss doch hier erstmal was eintauschen hier. Oh Mann, legendäre Module hier. 2, 5. Jetzt geht's. Legendäre Module, 5 Stück. So. Da. So, die haben wir weg. Und jetzt werden wir nochmal zum Händler meines Vertrauens marschieren. In die White Springs Hall. Mall. Bisschen Gold eintauschen gleich. Da, 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 so, ab geht er. Kann ich Ihnen behilflich? Nein, danke, ich kann mir schon selbst helfen. Sind Sie bereit für den Nervenkitzel des Lebens? Natürlich. In einer postapokalyptischen Höllenlandschaft auf vielfachen Wunsch drehen sich die. Also ich höre hier immer statt postapokalyptischer Höllenlandschaft Prostata-Eukalyptus-Landschaft. Uranrausch mutiert, liebe Freunde. Machen Sie sich bereit für die Gefahr, für das Abenteuer, für das Überleben. So, Erik, wo steckst du? Ich stehe, glaube ich, bin gerade beim. Warte. Aeronox plündert hier gerade den legendären Automaten. Nur ein bisschen. Jetzt ist frei. Keanu Charles Reeves ist in Westtech. Und Erik, wo steckst du? Ach, da. Ach, da steckst du. Komm zu dir. Bin unterwegs, Erik. Das freut mich, kleiner Ritter. Sehr gut. Bist du gerade vom Stuhl gefallen? Nein, aber ich muss ihn. Er rutscht immer runter. Der sackt immer runter, Kirsche. Aber das hört sich dann immer gruselig an, wenn ich den nachstelle. Ja. Weißt du? Aber ich bin tatsächlich schon mal von diesem gefallen. Aber das war noch in der alten Wohnung. Einen Rahmenburger? Wo ist Erik? Erik? Hier ist Erik. Ja. Hier, Erik. Bitchen. Merci. Was fehlt mir denn noch? So, ich wollte. Merci. Ja, gerne.
So, jetzt muss ich mal gucken. Waffe, Waffe, Waffe. Ich glaube, die habe ich auf einem anderen Charakter liegen. Oh, ich muss schnell zum Bahnhof Whitespring, mich draußen hinstellen. Die habe ich tatsächlich auf einem anderen Charakter. Ah. Alles klar, Emmo, ich wünsche dir eine gute Nacht und ich kümmere mich nach dem Stream drum. Dann nehme ich deine Frau in die WhatsApp-Gruppe auf. Ne? Ich freue mich. Schön, dass sie auch bei uns ist, Emmo. Alles klar, gute Nacht und schön, dass ihr dabei wart, ihr Lieben. Schlaft gut. So, mal schauen. Also die habe ich nicht. Dann habe ich die wahrscheinlich weitergegeben, die Dicke. Das ist ein Ding. Die kann ich jetzt nehmen. Kirsche, hier draußen ist der Händler. Thorsten, ja. Whitespring. Also ich kicke gerade, ob er hier Disco-Kugel irgendwas im Bund hat. Natürlich nicht. Der nächste bitte. Grün hatte ich noch nicht. Ja, mit Grün hast du noch nicht. Bei mir ist dann immer was anderes, ne? Mhm. Gelesen, was haben die denn drauf hier? Ich mache ich mehr als. Ja, aber ich ist nicht drauf. Wer ist denn jemand? Kiel Arne. Jano Charles Reeves? Ach ne, Kiel Arne Rasmussen. Ja. Hey, Mr. Cool, came over to my base. Okay, we want. Yes! Yes, okay. Stelle verstorbenes Führungspersonal fest. Die Person ist vom Gelände entfernt. Witzig, Mr. Q. Ja. Ach nee, herrlich. Ich liebe es. Ausreichende Uranmenge extrahiert und verarbeitet. Ja, ich. Was sagst du? Ich. Ich. Herr. Fehlt noch M und Moneypenny, ne? Genau. Hallihallo, hallöle. Ey, da ist er ja. Hallo, Stali. Hallo, Stali, mein Freund. Sag ich, grüß, schön, dass du da bist. Hat schon wieder gedauert, aber es hat gedauert. Jo. Hat jemand eigentlich heute schon mal Briefmarke gehört? Ach, Briefmarke. Hast du mir eine spanische nur mitgebracht oder nicht? Eine spanische Briefmarke hab ich dir mitgebracht. Und eine spanische Polizeimarke wollte er mir auch mitnehmen. Habe ich auch mitgebracht. Und spanischen Hundefutter. Ist ja egal. Hauptsache, ne? Hauptsache hier im Wattler.
Jo, wir sind wieder live. Also benehmen, Jungs, benehmen. Das habe ich heute gehört, ja. Ja, Hunde? Früher habe ich mal die Macke gehabt, an jedem Strand, wo ich war, halt mal so ein kleines Glasröhrchen Sand. Sand, ne? Ja. Schnell verstorben ist Führungspersonal. Bis ich dann in einem Ort war, wo ein Land war, wo es nicht gestattet war. Ups. Ich glaube, das ist jetzt generell nicht mehr erlaubt. Ja. Ausreichende Uranmenge extrahiert und verarbeitet. Ausgabemenge in der Türkei. Ja, da musst du am besten hier zu den goldenen Fluss, da wo die goldenen Steinchen drin liegen, die musst du einsammeln. Dann hast du 100 Punkte. Nee, glaube ich nicht mehr mit der Behörde, ich glaube eher mit anderen Leuten. Aber ist ja egal, wir wollten ja hier, ne? Wir sind ja. Briefmarke ist ja da. Wieso sagt ihr ja Hauptmenü? Naja, weil, ja. Weil wir die ganze Zeit auf dich warten. Deswegen sind wir die ganze Zeit im Hauptmenü. Forst hat gesagt, wir fangen erst dann an. Erst wenn Stali kommt. Ja. Und das schon seit 2 Stunden fast. Ja, das glaube ich euch hier. Ich habe schon immer zu gedrängelt und Conny hat auch gesagt, also nee, Conny, nee, Thorsten, nee, Quincy, also warte mal. Kannst dich ja am Teamspeak verfolgen, oder? Am Livestream. Wir stehen die ganze Zeit im Hauptmenü. Letzte Woche rumgelaufen sind, bevor er im Urlaub gefahren ist. Ja, stimmt. Siehst du denn irgendeinen von uns? Ja, ich sehe euch nur alle im Hauptmenü. Alle? Ja, dann warte, ich erbarme mich und mach mal mein. Ich mach Symbol. Das gerade auf. Ich ändere mal mein Symbol. Sind alle Kirsche Hauptmenü. Ja, das kann nicht Stick-Haupt-Menü. Nein. Und die anderen werden gar nicht angezeigt. Ja, Quincy ist online jetzt. Ja, siehst du, ich habe gerade umgeschaltet. Und der Stick ist mit immer auch online, stimmt's? Nee, du bist immer noch Hauptmenü. Du änderst dein Bild, aber immer noch Hauptmenü. Vielleicht muss ich mal einmal raus und wieder rein, warte. Ja, mach das lieber nicht, das könnte nach hinten losgehen. Nee, ist auch... Du hast auch einen Esel mitgebracht von Maloaka? Ja, warte. Warte. Wart ihr eigentlich auch weg, Conny? Ja, wir haben auch Urlaub gemacht. Ja, das glaube ich. Hab euch auch nicht mehr gesehen, du. Ich hab gedacht, sind die auch weg? Mann, haben die alle Geld, du. Na, die haben nicht daheim nicht getroffen im Haus. So. Ja, das stimmt. Wir konnten nur trampen, wir haben nicht so viel Geld. Irgendeiner ist doch hier kaputt. Dann geh ich mal auf Quincy. Tritt dir bei Quincy. Bei dir, du bist immer noch und nee, Kirsche. Wir sind nicht bei Thorsten auf dem Server, wir haben unseren eigenen hier. Doch, komm jetzt her hier, lass ihn nicht veräppeln. Wir wollten nicht mit Thorsten halt in den Solo. Pass mal auf, du Pille, mein Arsch, weißt du? Muss er ja nicht gleich wieder voll starten, dann können wir ihn ja nicht ansehen. Ausgabemenge erhöht. Schönen guten Abend, Wolkenfels. Ein was? Ein Wolkenfels, mein Gott, hörst du nicht zu? Nee, das ist, du sprichst so undeutlich. Der Wolkenfels ist hier, Leute. Wieso ich doch nicht? Ja, ja. Hallo und herzlich willkommen in meinem Livestream. Schließt euch den Fallout Legends an. Und dann? Kommt auf YouTube, Quincy6860. Dann geht's euch nicht gut. Dann geht's euch gut. Na. Wollten wir gehen. Wir sind überall. Extraktion abgeschlossen. Wir haben Warteschlange, die Welt ist voll. Ja, tu mal jetzt so. Nein, ich will nicht voll. Ja. Welt ist voll. Bitte den Bereich verlassen. Ja, ist so. Ja. Da muss ich mir glatt mal eine Schicksal holen. Welt ist voll. Geht das wieder los? Krieg ich auch welche? Da musst du vorbeikommen, weißt du, wo ich wohne? Hamm. Weißt du, wo das ist? Das ist so Nordrhein-Westfalen, weißt du? So, ich reise jetzt mal zu meinem Camp. Ich komme gleich wieder zusammen. Und dann muss ich zu Kjell Arne Rasmussen. Oder auch genannt. Thank you.
So. Das ist Glum-Zombie, wa? Ich weiß es nicht. So, ich komm gleich wieder. Augenblick. Alter, sind ja scharf, ey. Hui. Was bist du? Scharf. Danke. Hat er gesagt. Ja, die sind scharf, aber... Ach so, ich dachte, du bist scharf. Nee, ich nicht. Wir sind ja wieder live. Piep, piep, piep. Ups. Ich dachte, wenn man scharfe Sachen isst, ist man scharf, oder nicht? Gerade eine Woche lang kein Piep. Jetzt wieder. Piep, piep, piep. Ja, ich hab auch schon gedacht, ich hab einen Kanarienvogel hier gerade gehört, aber war ja eher diese, ne? Also wenn, dann möchte ich ein schöner Papagei sein und nicht nur ein kleiner quietschgelber Kanarienvogel. Also Leute, gebt euch mal bitte ein bisschen Mühe. Du großer weißer Vogel, du dumme Gans. Ja, die machen doch gar, 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 gar. Sind wir heute wieder nett, ey. Mhm. Ja. Also. Ich sag nur Papagei und Fensterbrett. Ja. Oh. Mhm. Mehr sag ich jetzt nicht. Also okay. Der Adolfvogel war doch geil. Ihr kennt doch noch den Witz mit der Schnecke, wa? Mhm. Schnecke, so siebten Stock, so schöne Blumenkasten drinne. Immer macht der Mann so ein Fenster auf, sieht die Schnecke da drinne, wa? Und schnipst sie so runter. 2 Jahre später klingelt's an der Tür, die Schnecke. Was war denn das gerade? Oh nein. Ah, ja. Immer gut. Test, 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 Test. 1, 2, 3, Test. Hallo. Wir hören ihn gar nicht, oder? Nee. Test. Kann man mich hören? Hallo, hallo? Nein, wir hören dich nicht. Könnt ihr mich du hören? Ja. Ja, nix du understand. Haben Sie Bienen in Sie, Ears? Deine Tochter schreibt eine Mathearbeit? Ja, ja, ja. Ja, Spiel, ich weiß, aber ich will jetzt hier erstmal meinen anderen Charakter starten. Wieso krieg ich dieses Fallout hier nicht gestartet? Du bist doch drin, oder nicht? Nee, ich will meinen anderen Charakter starten, damit ich hab da meine andere Waffe. Ich habe noch eine richtig gute, die habe ich von Bumba mal geschenkt bekommen. Also, der hat da was anderes. Nur nichts verstehen. Mhm. Aha. So. Und wieder sum, 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 und sum, sum. Ich kann euch sagen, Leute, ich gucke eben nach rechts auf meine Couch und da hat meine Frau schon heimlich durch die Tür eine Tafel Schokolade draufgelegt. Nein. Ja. Das sie schaut dir zu. Die ist lieb. Also. Nö, sie schaut ab und zu mal rein. Sie weiß ja, was wir hier so machen. Okay. Die hat das ja mal mitgehört, als ich im Hotelzimmer oben mache. Was ist denn hier mit dem Spiel los? Ich will nur hören, was der für Sauereien über Mallorca sagt. Ich hätte ja Thorsten was anderes trainiert gehabt. Eine Flasche Bier. Nee, die Haut von Erika zum Beispiel. Erik, du hast aber fiese Charakter, du. Hat er manchmal, ja. Und dann kommt die Frage, sag mal, Thorsten, machst du eigentlich im Urlaub, bist du hell? Tut denn das no? Oh, der kleine Ritter, der ist auf Quincy's Seite. Du sollst ihn nicht verarschen lassen. Von uns. Doch, danke, kleiner Ritter. Ich bin froh, wenn mal einer auf meiner Seite ist und mich ein bisschen beschützt. Oh. Wassergymnastik, Wetterball.
damit er ein bisschen Erinnerung hat. So. Das ist mein Liegeplatz, den habe ich mir heute Morgen reserviert. Ah, Gummibär! Danke, Conny. Das waren ja mal meine Liebsten. Conny? Ich finde ihn nicht. Conny, ich hab ihn. Conny, brauchst du zu mir kommen? Das ist ganz lieb von dir, Conny. So, ich hab ihn, Conny. Brauchst du zu mir kommen? Ich bin ja vorhin rausgekommen. Ich mach nur zu was. Hier hinter dich, was soll das? Ja, an der Hand, ich hab zwei Hände, die haben die auf dem Tisch. So, dann können wir uns Gummibiers Camp mal anschauen. Na, Frau, ganz alleine hier. Wenn man einen Wolkenkratzer ins Visier nehmen könnte, wäre das fast ein Gewinn. Ich liebe es, andere Camps anzuschauen. Aber das habe ich schon 100 Mal gesagt. Na, welches Camp kickst du denn jetzt nur an? Bei das Gummibier. Was? Gummibier ist in der Nähe von Bed and Breakfast am Berg. Am links Berg. Neben Foundation. Am Berg. Links neben Fondazione. Von Dantone. Siehst du, den Schreibtisch habe ich ja auch noch. Der ist auch gut. Ich sehe schon wieder Dinge. Ja, da gut gemacht hier. Gemütlich gemacht. So. Und geht dann gerade bei mir im Camp. Nee, dann mache ich mein gemütliches Camp auch mal an. Knusper, Knusper, Knäus. Ich liebe es. Aber ich habe ja, auch was gemacht. Was ist denn das? Die habe ich ja noch gar nicht hier. Ist das hier so ein Bierkrug auch? Ja, den habe ich noch nicht mit dem Totenkopf drin, Erik. Ja, den habe ich auch. Genau, den haben wir schon. Den haben wir schon alle. Strebe, Strebe. Den nee, der war doch off-season. Letzte oder vorletzte. Mhm. Ja, da war ja Thorsten in Spanien. Da war ich in Spanien. Ach so. Danke, danke. Bitte. Cadera. Das haben wir hier auch schon. Können wir auch mal wieder machen, Thorsten. Hier rüberlaufen. Vielleicht sei. Ja, das können wir auch machen. Keine Ahnung, was also, wenn das jetzt nicht gleich geht hier, dann krieg ich hier einen Anfall. Jetzt fängt er an hier. Guckt ihr euch da gerade einen Camp an? Der hat doch abgebaut, oder? Nein. Nein. Das ist leider nicht sichtbar, junge Frau. Da müssen Sie einfach direkt zu mir kommen. Muss ja. Muss ich halt nicht. Geht nicht. Ich muss hier auch in die Ziege hochklettern. Ziege kann ich zu euch reisen. So. Es ist voll hier. Voll. Ist voll. Kann ich nur stumm schalten und so. Das wollte ich aber nicht. Ui, Kuscheltiere. Huhuhu. Soll ich nie jemals den Berg hochkommen, ey? Ja, was meinst du, was ich jedes Mal machen muss, wenn ich zum Hotel hochgehe? Achso, ich soll in den Bunker gehen. Sei gegrüßt, Schätzchen. Hat er mir gerade gesagt. Ich wollte mir erstmal oben das Camp angucken. Hm. Hirsche, was machst du denn da unten? Was ist damit hochlaufen? Wäre lustig. Ich bin schon oben. Ja, wann kommst du? Wann kommst du? Ja. Du bist schon längst da. Ich muss halt wieder runterjagen, weil sie auf dich gewartet hat. Achso. Da bin ich. Ja. Nee, hast du kein Jetpack dran? Doch. Hast du? Aber? Energiesparen. Oh. Na, er hat ja hier eine coole Sammlung, mein lieber Mann, ey. Eine was? Eine Sammlung, Erik. Eine Sammlung. Field Manual. Na, Charlie, kommst nicht hoch? Ja,
einfahren. Ja, ich häng da irgendwo. Ja, ja. Den Atomkoffer, den will ich haben. Ich will den Atomkoffer sofort haben. Hä? Wo hängt der denn da? Machen wir es anders. Da sieht besser aus, ja. So. Schon ach, cool, ne, Erik? Ich sag mal jetzt nicht. Ja, ist cool. Naja, Erik, alles gut. Die eine Wand ging wunderbar, die geht gar nicht. Die war sogar in Rot. Hm? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ja, hast du recht. Vor allem die Dinger hier. Ja. Voll ab hier. So, jetzt haben wir es doch. Alle Zutaten für die piezonukleare Powerrüstung. Genau. Jetzt bin ich auch da. Ach, guck mal, die Maske, die könnt ihr auch ausstellen, ja. Das stimmt, die habe ich auch, die Maske. Ja, diese Token, du kannst da kombinieren, oder nicht? Ja, nee, du brauchst. Wo seid ihr rein? In den Bunker, da ist nur oben der Bunker. Du warst da, aber. Da oben? 6 oder 7. Da oben, ne, der Bunker? Der Kobalt. Ach, was, nee. Du musst alles analysieren und dann musst du halt Gold in diese Dienstchen wieder groß füttern. Ja, das gefällt mir. Das sieht sehr schick aus. Ja, das ist schon echt in Ruhe, ja. Das wäre. Was hat der? I have been collection. Oh, der hatte einen Bauplan, den ich noch nicht hatte. Zerrissene Gardine. Ja, ist gut. Wo ist denn sein Automat? Hier drin, im Bunker. Boah, eigentlich sind die immer rot leuchtend. Wo bist du denn gerade? Eigentlich oben auf dem Dach? Oder bin ich falsch? Ja, jetzt hier runterkommen, runterkommen, runterkommen hier. Und jetzt hier hinten steht er doch. Hinter der Treppe. Hinter der was? Ja, hinter der Treppe. Und welchen Keller wollt ihr denn? Wir wollen gar keinen Keller, wir wollen nur kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Ja, okay. Die Kicken oder kaufen? Wo ist ein kahles Waschbecken? Wo ist denn hier ein Bunker? Genau, sie sucht nämlich den Bunker und der ist draußen vor der Tür. Wenn du jetzt rauskommst, rechts. Kommen Sie mit, junge Frau. Folgen Sie mir auf den Unerfolg. Ja. Ja. Oh ja. Ja. Danke. Ja, es, der war vorher nicht da. Nein. Außerdem. Ja, gefällt mir. Schöne Ausstellung. Was sind das denn für Zylinder hier, die bunten? Bei denen werden die legendären Maschinen. Fallout 4, diese Behälter. Ach, wo ist denn der Verkaufsautomat? Okay. Aber wo ist der Verkaufsautomat? Oh, Kirsche, ehrlich, ich feiere hier gerade wieder völlig ab. Ich habe keine Brille auf. Oh, oh je, oh je, oh je. Na denn? Kirsche, geh mal raus mit mir. Komm. Meh. Bist du schon draußen? Gleich. Also. Jetzt. Na, immer noch nicht. Bei mir. Da bist du, ne, das könntest du. Der ist noch älter als ich, ja. Na, ja. Super. Alter, was machst du denn da? Bist du am Kochen? Hummel, wo bist du? Jetzt da. Ah, hä? Ja, jetzt komm mal mit, hinter mir. Wenn ich Planeten studiere, trinke ich Rot. Hier rein, wieder in den Bunker. Hier, komm mal mit. Wo bist du? Da. Und da ist der nackte Mann. Hier. Das ist der Verkaufsautomat hier, der nackte hier. Ja, doch klar, den heilt er auch, Mensch. Warum heilen die nicht mehr sehen? Da weiß ich auch nicht, blind wie ein Maulwurf, ne? Wie eine Biene. Wie eine Hummel. Warte, der nackte was? Ach, hier drüben ist das Edward Monster. Ach, den Entblößer meinst du hier? Ja. Oh, wird geärgert. Das war, ich weiß nicht.
Lass den Kopf nicht hängen. Sonst verpasst du. So, dann rufen wir mal über das Stahlseil, wa? 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 Komm, Kirche, das war für dich. Mhm. Glaub ich zwar nicht, aber. Freund, doch, wirklich, das macht total Spaß. Mhm. Am besten vorher einen Lukaschein trinken. That's great. Nice camp. Nice camp. Nice, also Kjell, nice. It's a very nice camp. Wow. Hast du das gesehen? Schau, dass man hier nicht hopsen kann, dass es hier so boing, 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 boing. Das hättest du gerne, wa? Nein. Oh Gott. Tolle Schlingellinie. Ich habe überhaupt nichts gegen Comics. Ich finde es nur blöd, dass Captain Cosmos immer gewinnt. Tada! Sie an einem Betonblock interessiert? Wo ist er an der Rollihalle? Ja. Sei gegrüßt, Schätzchen. Willkommen. Alles gut. Du warst auf der Baustelle? Da ist er doch noch. Ja, ich bin rausgeflogen. Und den immer klatschen. Was machst du denn da unten? Ich bin rausgeflogen. Ich meine Kirsche, meine ich. Ach so. Ich meine die Hummel. Sonst verpasst du noch was. Frau Sumsemann fliegt wieder hier. Komm. Jetzt kommst du mit einem Hammer. Ich. Ich hab eine Freundesanfrage von wem? Hä? Sei gegrüßt, Schätzchen. Ach, oh, ach. Ah. Ach, Stahl, kommst du mal rüber hier, oder? Bruder. Hä? Gerade auf der Bank, wo meinst du? Ja, auf der Stahlseil. War ich doch schon ein paar Mal. Dann bin ich noch immer noch. Warte ich auf dich. Oh, Rolli. Ah, bist du wieder unsichtbar? Bist du vorher wieder unsichtbar, ne? Ja. Bist du? Aha. Ah, klar. Und dann schießt du erstmal runter da. Hey, warte mal auf. Okay. Was machst du denn jetzt schon wieder? Kannst du nicht laufen oder was? Oh, zieh an. Wenn ich bei einer Theorie nicht weiterkomme, meditiere ja, ich. Ja, ich fall nicht drauf rein, du. Das ist ja, hast du. Ich bin nicht drauf reingefallen. Die Kirsche wäre natürlich runtergesammelt sofort bei der Mine. Du hast mich auch beschossen von hinten, oder nicht? Was von hinten mache ich nicht, Kollegin. Und dann komme ich immer von vorne. So, ich hole mir jetzt erstmal meine. Ich hoffe, meine Waffe habe ich noch. Dann hole ich mir die erstmal. Ich hoffe, die habe ich noch. Hier hat Ammo noch mal seine ganzen Power-Rüstungen, 80 Stück oder 82 Stück draufgestellt. Da kommt was. Lauf, Kirsche, komm. Ihr seid gemein. Ah, da war er ja! Hier wieder! Oh, jetzt bin ich aber tot. Gott, jetzt kommt euch noch. Genau, wer zuerst so nett wird.
Wer zuerst fällt. Man wollte nicht gehen. Wir werden begleitet von Musik. Oh. Und von sowas. Stalli ist in der Nähe. Nee. Ich bin tot gewesen. Ich lauf gerade wieder zu euch. Hat trotzdem wieder Bumm gemacht. Herr Erik, wer denn sonst? Nee, ich hab der hat gerade geprügelt. Also wie der instant prügeln kann und schmeißen kann, dann würde ich was sagen, da läuft irgendwas. Ja genau, nimmt mich erstmal. Ja, genau. Ja. Ich merke jetzt nur noch große Schmerzen. Hallo. Was ist mit Thorsten eigentlich? Der fährt ruhig. Er kommt gerade. Stong. Ich will ein bisschen drauf rumhüpfen. Thorsten, wo bist du hin? Hier unten ist er. Bei mir. Ich hab erstmal einen Schluck Kaffee genommen. Rotes dürfte sogar gehen. Oh. Dieser Quincy, wenn du wieder da bist, ist das wieder wie im Kindergarten hier. Ja, und das ist auch gut so. Ja, die ganze Woche war Zucht in Ordnung hier. Kein Benehmen, die Kinder mehr. Ey. Sofort diese ganze Rückentwicklung hier. Ich sag euch doch. Nicht da und schon spuren sie nicht, ne? Ne, geht ja gar nicht so. Aber, Kjell, you have a nice camp. It's very cool, your camp. Ja, finde ich sehr schön. Umbaya, my lord, Umbaya. Vorüberrennen. Hey, und drüben bin ich. Ich hab schon gesehen, du warst wieder unter mir, Froh. Du wolltest wieder. Laufen hier, genau, rüberlaufen, das ist gut. Ey, es geht gar nicht. Hier, lang. Doch, dann. Sprinten, ja. Rüber sprinten, ganz genau. Hey, über die Hummel rüber. Eine Hummel kommt selten. Ah, scheiße! Der war daneben, Idiot. Ups. Das nimmst du runter, hier Sucks? Nein, nicht ganz. Ist was runtergefallen. Warte, wo ist er? Ich spring auf ihn rauf. Warte, wo ist er? Ja, klar. Da habe ich wieder einen Scheiß auf meinem Kopf. Ich geh mal ganz kurz zum Weißen Haus. Ich muss mal von meinem Zweitcharakter die Waffe entgegennehmen. Mhm. Die Freundschaftsanfrage eben, das war hier von Quincy 2 hier. Ja, ich weiß. Das habe ich mir so gedacht, ja. Ja, da stand auch Quincy bei, weißt du? Echt jetzt? Steht da ein anderer Name bei, aber naja. Holger Furz stand da nicht. Stand da nicht? Nee, stand da nicht. Klaus Maria von Walfischfingen? Auch nicht. Na, Schneggi, schmeiß mal die Knarre hin. Auch nicht, Needle in the Woods stand da auch nicht. Auch nicht. Nee. Piep, die piep, piep, piep. Der kam früh. So. Warum kommt hier auch nicht irgendwie wirklich hier mal ein fünftes Event, kann das sein? Serverput. Keine Strahlenschlehre, keine Knallmauer, kein Räumungsbescheid. Nichts. Schlechtes Karma habt ihr. Bitte? Ein was? Schlechtes Karma. Ich weiß, ist ein Fremdwort. Muss man das bezahlen oder kann man das nicht so kaufen? Das kann man auch, weiß ich nicht, ja.
Na ja, komm, wir feuern Steuern an. Steuern, toll. Ist hier Bucky? Ach, toll. Es geht nichts mehr. Ein Lord, warte eine... auf Antwort des Servers. Oh, nee, ne? Ein Lord Helmsley kommt selten allein. Ja, rechte Strafe, weil du mich gerade runtergeschubst hast. Hab ich ja nicht. Du Saftschubse, du. Palmwähler, du. Was hier war der Rolli nicht gekommen? Der Rolli ist kein Palmwähler, du bist ein Palmwähler. Ich habe gar keine Farbe. Ah, jetzt, das habe ich auch vermisst, dieses auf der Tastatur drauf tack. Bitte, nicht vergewaltigen. Die arme Tastatur, ich kann auch nichts dafür. Doch. Die hat bestimmt gedacht, die Tastatur, boah, das war ein Urlaub, ein schöner Urlaub, nicht gequält worden. Ja, Rolli, ich kann nicht mehr, ich musste mich hinsetzen. Ja, cool. Und von hier aus das Spektakel beobachten. Oh, warte auf Antwort des Servers. Das hat noch gerade Erik hier. Erik auch. Ja, an der Stelle? Für die Stühle. Oh, ach nein, so. Denn stehe ich mal schnell auf. Ich gehe mal lieber auf die Bank. Auf die Bank kann sein, sitzen. Ja. Diese, auf ich Bank. Hau hier lieber ab. Oh, jetzt ja. Guck, guck. Ja, Kirsche, da warst du zu langsam. Das wie kann ja wohl nicht wahr sein. Wie, wie gestern mit deinen alten Abbaumarken. Wie ist das mit Ladies First? Gibt's nicht mehr, wa? Du, ich wollte mich eigentlich links, nee, warte mal, nee, rechts neben Stadi so, setzen und dann hat er sich links hingesetzt. Jetzt darfst du. Meinst du? Natürlich, du darfst alles. Aber, du bist jetzt meine wilde Hummel, da geht alles. Kirsch, ich habe das nur gemacht, dass du dich nicht auf diesen toten Kameraden da, weißt du, hier, der unter mir hier, weißt du. Ja, so, ja, kann sich mit dir anfreunden. Du, das wollte ich dir nicht zumuten. Der sagt nichts, der, ist auch, der hat auch ganz schön abgenommen. Der hat übertrieben, ja. 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 Er zahlt sogar Rippchen. Aber er ist ein stiller Freund. Mhm. Ja. Manche lieben das. Guck mal, gleich kommt er an. Wollt ihr Foto kaufen? oder haben, oder ein Märchen? Kommt nur vom Fünfmal. Das kommt in die Dienstakte. Ja. Haben wir kein Problem mit, ne, Kirsche? Nee, nee, nee. Ja, genau. So, jetzt habe ich meine geniale Waffe wieder zurück. Das nice gesucht. Event. Tolles Event. Super. Ja. Hm. Haben wir doch schon lange drauf gewartet. Gewartet. Was? Nice gesucht. Weißt du noch, kennst du noch? Oh Mensch, du hast sie mitgenommen gerade, Stali. Wen? Na hier, Skeletti. Hä? Skeletti komplett? Ja, genau. Skeletti. Skeletti? Ja. Skeletti. Guck mal, hier ist sogar eine Kamera, du. Oh, wir können filmen, ey. Der geht aber auf der anderen Seite. Wie heißt das? Wie heißt der Film dann? Die verstrahlte Heide? Im Sitzen kann man keine Schnellreise machen? Nein. Nein. Da hast du kein Pitboy. Okay. Mhm. Das müsstest du aber schon langsam wissen, doch. Nein. Er sitzt nicht so, also ja, spiel nicht so oft. Genau. Sonst rennt er ja umher. Das stimmt. Ach so, da war ja was. Ne? Das stimmt, das stimmt. Da sitzt ja privat nur immer. Bin ja froh, wenn ich umherrennen kann. Ja, so sitzt ja nur den ganzen Tag, ne? So eine Scheiße auch immer. Ah, immer diese Diskriminierung der Rollstuhlfahrer, du, echt. Ja, ich kann die auch nicht leiden. Ne, hässliche Viecher sind das doch, ne? Alter! Wer ist denn hier alt? Leute! Ich mein bloß, das weiß ja nicht jeder, aber... Ne? Ach so! Ja, stimmt. Also Leute, der Rollihai, der sitzt im Rollstuhl und wir mobben ihn mal gerne, ne? Damit ihr das versteht. Aber das ist nur aufbauend, nicht abbauend. Also ich sitze nur im Rolli, ich bin nicht daran gefesselt. Nicht daran, nicht verwechseln. Ja. Und im Notfall kann er auch auf die Fresse hauen.
Mit Sicherheit. Siehst du? Den müssen wir eigentlich mal so aufpimpen, so in so einem so Altstyle von Fallout 76 so. Achtung, Nexus Freund kommt. Deinen Channel betreten. Alle. Hier, mein Telefonterrorist hier. Guten Abend. Ja, hallo, Nexus. Guten Abend, Urlauber. Hey, Dominik. Ja, Ernst Aline hier. Ach, die Conny ist heute auch da, ist ja schön. Da hat er seine Miezekatze schon wieder auf dem Arm, du. Aua. Aua. Der krallt gerade hier in der Schulter rein. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich kenne das. Aua. Wen hat er da auf seinen Schoß? Seine Miezekatze. Nein. Seine Uschi. Nein, Erik, er hat nicht seine Muschi auf dem Schoß. Seine Uschi. Aua, aua, krallt schon wieder. Ja, ich muss mit meinem Schmus mit meinem Bildschirm. Schmus mit meinem Bildschirm. Mit Erik. Ah, nee. Hast du auch eine Schutzfolie auf deinem Bildschirm? Ja. Conny, gerade von der Arbeit. Panzerglas. Nee, hier wie beim Motorrad. Kannst du vorne die Folie nochmal abziehen. Okay, schön. Ja, also ja, wie beim Rennen, ja. Wenn das ganze ja, Öl auf dem Visier ist. Ne? Ja, ja. Ich komm gerade aus dem Urlaub. Achso, aber beim Formel 1 Rennen ja auch immer das ganze Öl drauf. So, was wollen wir denn jetzt? Meist gesucht wollen wir reden. Ja, die Raketen haben wir ja schon alle abgestartet. Übrigens, Thorsten, von der letzten Leiche liegt jetzt Blut noch auf dem Teppich. Ja, ist mir leid. Müssen wir mal der Putzfrau sagen, das ist nicht gründlich gemacht. Was sagt er? Was sind das hier für Themen? Ja, kleiner ja. Retter. Leiche? Ich war eine Woche lang nicht da und die Mädels haben wahrscheinlich nicht immer zu aufpassen können. Wie bitte? Die haben uns hier mit der Peitsche durch die Gegend gejagt. Ja, ja. Echt jetzt? Ja. Ja. Hey, dann congratulations. Das ist eine Beförderung wert. Die Hummel ist von uns richtig abgegangen. Den Namen hat sie jetzt weg. Ja, das habe ich heute gehört. Das tut mir leid. Aber den hat sie erst gestern gekriegt, aber weil sie immer macht. Oh. Wieso das? Das ist, als eigentlich? Ob du eine Pulle Schnaps gesoffen hättest. Oh. Oh Gott, was hätte ich dann für einen Namen bekommen? Oh. Abstürzende Brieftaube. Da oder bist du ja noch gut bei weggekommen, ne, Kirsche? Ja. So, Rolli, mach mal an da. Soll ich ihn anlabern? Ja, laber ihn an, ey. Kommt ja keiner hier. Na denn los. Nee, das ist mir zu kompliziert. Das ist ja voll und Legend Gruppe, echt. Dann machen wir das alleine. Dann machen wir das, ja, muss man ja. Was macht ihr denn da? Wollen wir uns Bescheid sagen? Ihr müsst ja auch mal zeigen. Schmeißt gesucht. Meister. Du hast Schmeißt gesucht gesagt. Ja, also Schmeißt ist gleich auch gesucht. Also ihr müsst ihr auch mal zeigen, dass er was alleine machen kann. Ja, ihr müsst auch mal, ne? Ihr müsst. Wir schaffen auch die Briefmarke alleine, schaffen wir auch das alleine. Oh, alter Verwalter. Howdy. Genau. Der Rolli ist ja aus meinem Team raus, der kommt da nicht mal rein, der denke ich ja. Der Rolli ist bei mir drin. Ja, eben, ich war noch nie in deinem Team. Doch, heute. Du warst. Ach, ne, aha. Aha. Ja. Aha. Du wolltest ihn ja nicht haben. Aha. Aha. Das stimmt ja wohl nicht. Ja, hat er mir gesagt. Deswegen ist er bei mir reingekommen. Ich hab doch eine halbe Stunde in der. Ne? Ja, ich weiß. Aha. In der Warteschlange gestanden, das ist auch ein Ding, ey. Ich komme immer auf Anhieb rein. Mhm. Ja, die, wenn sie deinen Namen sehen, dann kriegen sie auch Angst. Ja, das kann sein. Du gottverdammter Idiot! Jaha! Cowboy! Findet Aufsteller, findet Tresore zum Knacken, findet halt einfach die Sachen. Jeff ist auch da. Die Uhr trägt. Jaha! Junge Frau, wo der? Was sagt der widerliche Fruchtkaugummi?
nur Erdbeere. Hey, das gehört mir! Ach, da kommen sie doch mal alle. Ach, der Erik ist auch endlich mal da. Alter, ich hab's ja so vermisst. Ich hab es so vermisst, ey. Warte, Lumia. Nicht, ich hab's so vermisst. Oh, herrlich, ey. Mit euch wirklich. Also, ich sag mal, so ein Treffen, so ein Community-Treffen, das kann ich mir so glänzend vorstellen. Dabei waren wir total... Genau, mit Manieren. Was für Manieren? Eben. Wie schreibt man das? M-A-Nieren. Genau. Nicht Nieren. Nicht Onanieren, aber... Nein, nein, Aussitz! Piep! Alter, Gag. Ich schwitze schon wieder unter meiner Mütze. Was hat er nicht gesagt? Nein. Dann muss der Vogel einfach mal ein bisschen größer werden. Das hat er bestimmt nicht gesagt. Du hast Nerven. Ja, liebe Leute, ihr müsst leider uns verzeihen. Momentan ist unsere Briefmarke ein bisschen... Ja. Nein. Das liegt aber daran, er hat halt ein bisschen Glück momentan. Er geht wieder und kann wieder, ne? Darf halt wieder arbeiten. Ja, gut. Also gut, ja. Es sind 5000 Schweine, die es geben. Olli, was machst du denn hier für Kraft? Naja, ich hab den goldenen nur noch einmal getroffen. Ja. Den goldenen Snatch. Guck mal, da ist ein Aletto, Leute. Den goldenen Snatch. Den genau. Hauptgeldjägerbot. Genau. Hier. Hinter dir. Ja. Jetzt ist Mummi rein. Er liegt Conny, da. Conny steht da oben auf. Liegt da auf dem Brett. Ach, wie sieht er aus? Heute ziemlich nett. 12 Uhr mittags, da kommt der Boss. Er hat den Waggon im Blick. Boah, ich hab keine Mine mehr. Ich hab Gunthers Schießeisen. Gunther, ich hab dein Schießeisen. Das ist ein Klassenkamerad von mir gewesen, Gunther. Also. Heute verwandt. Allerdings müsst ihr schnell und hart zuschlagen, wenn ihr sie erledigen wollt. Seid vorsichtig, da der Lärm oft ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Holladi, holladio, holladi, ob's das da? Oh, meine Waffe geht gleich kaputt. Erstmal reparieren. Oh, gleich kaputt. Olli, was ist denn jetzt mit unserem Briefmarkenzentrum? Ja, das können wir moken. Ja, wir können auch noch die Briefmarken machen, Kirsche. Aeronox. Wer noch ohne Fahrschein ist, komme zu mir rein. Du starten. Bist du mit an Bord? Ja. Er muss ja starten. Wir müssen ja nach Pittsburgh gehen, habe ich gehört. Muss nicht, aber... Na, hier bitte doch keine Briefmarken. Zack, zack, ziemlich flott. Ja, ich muss hier mich noch ein bisschen entleeren. Mach mir sagt, entleeren musst du dich? Doch hier, vor dem Automaten. Bah, das ist ja Sauerei. So, einmal. Supi. Einmal die Pit und die neue Steuerhinterziehung. Hä? So, Achtung, nixe Pit. Ich suche einen Hubschrauber aus, ne? Atlantic City, ne? Er hat gestartet, ja. Nein.
hast doch gesagt, du magst Syndikat und die Steuerte. Ja, ja, genau. Die mag ich. Wir lieben es. Ach, scheiße. Bleib mal wo? Es riecht. Nicht mehr raus. Scheiße. Du kannst nicht mehr raus. Es riecht. Hast du wieder keine Minen, ne? Er braucht keine Minen, er hat eine Riesengarten. Kannst, warte, kannst du, Rolli, kannst du mal welche basteln? Ja, kann ich machen. Kannst du mir auch welche geben? Ja, okay. Kann ich auch. Bis dann gleich wieder. Das machen die Jungen auf Briefmarke. Mach mal so 50 Stück, kriegst du gleich wieder. Rolli bringt noch so 100. Da stehst du doch drauf, Briefmarke. Komm, dann machst du alles mit links und markierst. Oh, da sind sie. Experten schnell reinmachen. Ja, mach dir keinen Stress, wir sitzen ja nur im Flugzeug, weißt du? Wir drehen hier seit Stunden. Wir sind meine Runde. Stahli, du hast doch die Scheiße vergessen, nicht ich. Ja, ja. Das ist ein Jungheimer. Stahli, du hast Schuld. Was war das eben? Sumse Hummel, die mommen mich hier. Oh. Sumse Hummel. Das wird ja immer niedlicher. Na komm, eine Kiste noch, genau. So, gut, reicht. So, Hummelchen, geht los, ne? Klappt doch. Hat sich ausgekirscht. Ab jetzt Hummel. Okay. Hummelchen. Danke, Charlie. Bitte schön. Hab dich auch lieb. Ab jetzt, Hummelchen. Kommt da noch aufs T-Shirt drauf. Kirsche. Seh es einfach positiv, weil es hätte auch Pummelchen. Das ist so schnell zu sagen, Hummelchen, Pummelchen. Ja. Alter, ich hab's die ganze Zeit auf den Lippen. Nein, da passe ich auch. Nein, das nicht. Würde ich auch nicht machen. Auch wenn ein Pummelchen wäre, ne, scheißegal, aber ein Pummelchen ist. Ne, ist kein Pummelchen. Nein, das sagt es dir keiner. Wally, wir fliegen kurz bei dir drüber. Ja, ich muss doch hier, ne? Auf Wunsch eines einzelnen Herrn. Die Umlaufbahn haben wir schon 6-mal durchquert hier. Weil es halt über sein Camp. Minen. Passiert mir eigentlich, wenn man jetzt so frühzeitig aus der Tür rausgeht? Kommst du ja nicht. Du kommst ja nicht. Ist er rausgefallen? Ist er gefallen raus? So, okay. Zack. Boah, ich stehe in Hummelchen und Connys Power-Rüstung. Kommt jetzt nicht auf Gedanken. Nein. Aber ich hätte schon da so ein paar Ideen und kreative Einfälle. War mir schon klar. Wir sind auf Vorsicht. Ja, Rolli, da, Supi. Jetzt quatscht er schon wieder Englisch mit mir. Ich krieg die Riese. How do you do, help me out? Can you hear me? Schon. Can you hear me? So, wir haben das. So, Master Kami. Ich habe gar nichts gemacht. Wir haben es gemacht. Gesehen. Mit was? Autsch. Muss ja mit der großen Rüstung hier rumrennen. Oh, hab ich die Money. Der Rolli. Ich geh bloß doch nicht rein. Ich bin nicht drin. Ich kämpfe gegen Ratten. Cool. Ja, so viel. Das bleibt ja. Alles cool. Mit Zinsen. Das ist ach. Doch. Kannst du losnachher nicht laufen, aber scheiße da. Ich sollte noch was futtern. Aua. So, jetzt kannst du. Die Legend helfen sich, weißt du doch. Das ist korrekt. Korrekt, Rolli. Kommen die jetzt auch hergekrochen aus welchem Loch? Der mit den Flammen. Das sind einmal hier vorne ist eine Ratte und einmal da neben dem Eingang. Das waren drei Stück. Ja, ja. Wenn sie? Ja, hier bei der Arbeit. Und da oben sind ja diese blauen Dinger da, ne? Diese Wölfe, Fuchse oder so sind. So, danke. Oh, geschafft. Ach, wir brauchen ja gar nicht weglaufen, wir müssen ja eh wieder raus. Das war ganz schön schweißtreibend, ey. Wer ist denn da oben? Wo ist der gefallen? Ah, wo ist denn was für ein Titterette? Aua. Das scheint ja. Es gibt kein Zurück mehr.
Dann müssen wir wieder die, die Penner mit dem Brenner töten. Ups. Da wird jetzt übrigens viel weniger geschossen draußen. Mhm. Boah, wow, rechter Verdammt. Wurde weniger geschossen. Warte hier. Hummelchen, Stick, lass uns zum Neapolitan gehen. Oh, die Feuerriese rausziehen wollen, ist nicht so. Und Betonung liegt auf H wie Heinrich. Spüre alle Wanzen auf und deaktiviere sie. Die Entertainer dürfen nichts von unseren vertrauenswürdigen und. Hier liegt tatsächlich ein Comic rum. Nimm mit. Mhm. Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist einfach hier auf der Straße liegt. Von Biene Maya? Das müssen wir da hinten hin. Nur für so, dich. Glenn hat sich verabschiedet, falls du das nicht gehört hast. Glenn, ich wollte nur sagen, ciao Glenn. Feierabend, Glenn. Gutes Nächtle. Auf Wiedersehen. Ja, was suchen wir denn eigentlich? Warum, wieso sind wir denn hier? Leute killen. Seid ihr hier die Nachtmänner? Das wird nicht das letzte sein. So, jetzt geht ihr erstmal einsammeln. Finde den toten Spieler. Posten, ja, nicht gewonnen. Gewonnen. So, den hab ich. Noch ein Spielautomaten? Warte, ich komme sofort. Geh mir hier rum. Erledigt? Wanzen im Hotelflügel. Ja, das Problem ist jetzt bloß, wie viel Flügel hat das Hotel, ne? Den habe ich auch. Und hier hinten muss ich nochmal abräumen, warte. Komm. Komm. Hast du gelernt, so zuzuschlagen? Komm. Im Kindergarten. Ein bisschen blöd. Alles nehmen. So. Gut, wir können. Ich habe noch keine einzige gefunden. Hm. Ach, da hinten sind doch immer noch diese Verbanden. Naja, da sind wir gerade dran. Ja, hinter dem Blumenkasten. Sag mal, treibt sich Quincy rum hier? Im Blumenkasten. Bin ich drin mit Cadera? Yep. Ja, draußen, auf dem Klo draußen, natürlich. Draußen, draußen, draußen. Okay, dann rein. Ja, warte, kleinen Moment. Oh Mann, ich muss schnell die Dinger hier noch aufnehmen. Hinter dir. Okay. Wir können dann rein, wir können dann rein. Rein, rein. Danke, Erik. Warte mal, das ist mein Kumpel. Habt ihr noch ein Zimmer frei hier? Adera? Hier unterm Tisch. Was unterm Tisch? Ja, nicht mit Cadera, sondern hier der Kumpel. Die Schweinchen hier. Ich hab ein ganzes Hummelnest gefunden, Leute. Nur nicht so schüchtern. Hm? Auf ins Casino! Ist ja nicht so, als so. Kirsche. Cool. Erster hab ich. Also darf ich euch mal eine Wackelpuppe zeigen? Mhm. Na komm mal her. Guck mal hier am Pfosten. Guck mal, da sitzt sie hier auf dem Stuhl. Oh. Ja. Erik, Reparaturwackelpuppe hier auf dem Stuhl. Alter Falter. Also auch hier gibt es Fackelpuppen. Fackelpüppchen. Oh, man ja nicht gesagt, dass es das nicht gibt.
ich jetzt nicht. Sag mal, wer schießt denn hier schon wieder auf mich? Sehr laut. Ja. Hier ist doch die Wanze, ja. Können Sie? Da, da, hier rum, guck, da. Hier rum, da rum, Löffel. Ach, ja. Hier, guck mal da, du. Löffel hier, Löffel da. Jetzt deaktiviere Wanzen im Küchen-Kuchenbereich hier. Hier muss er sein, ja. No. Dann. Da ist es. Das ist nicht der Kuchenbereich. Oh ja. Ersten hab ich. Na? Ja. Der Reiskastenposten. Und hier hinten. Ich bin eben vorbeigerannt. Guck mal hier. Danke. Oh, eine einzige noch. Hier ist noch die andere. Ja! Da ist sie. Danke, ihr Lieben. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Und komm sofort zu Casino. Wir müssen sofort zum Casino kommen, Erik. Schlag doch mal zu. Spielen oder wir in den Hintern treten lassen? Egal. Eben hat meine Augen aber echt Probleme gehabt. Ja. Beeil dich aber lieber. Oder was? Wird schließlich nicht jünger. Bald wird er auch nicht mehr älter. Der macht nur Quatsch. Lecker, lecker, lecker. Was ist das denn hier? Öffschnitt. So, jetzt warten wir mal auf die Mädels. Habt ihr? Die hat doch hier gepiept. Wir sind doch hier draußen, ja. Wir haben doch schon. Ne, hier piept doch irgendwo was. Ich will ja nichts sagen dazu, ne? Aber. Ja. Autsch. Wir müssen ins Casino rein. Ich hab ihn noch nie an hier. Willst du mich ärgern oder was? Ich weiß überhaupt nicht, wo der Vogel überhaupt ist. Ja, hier, da drin. Was macht der da hinter der Bar? Ich weiß nicht, dass seit wann er da hingeht. Ja, weil wir wieder zurück mussten. Erik hat gesagt, wir müssen jetzt alle wieder zurück. Deswegen ist er da wieder zurückgerannt. Jetzt können wir den anderen Heinz da befreien. So, komm. Ah, okay. Komm, Jens. Hier, komm. Dann geht wohl wieder mal ein. Ja, schon wieder. Haben wir alles? War noch nicht so ganz, ne? So früh. Ich, wir schauen mal. Was brauchst du? Du sollst doch nicht ins Glas kicken. Was wird das nächste große Ding sein? Hinten ist der andere. So, wir können rein, ne? Also ich habe alles eingesammelt. Warte, ja? Der Finger aus. Alter, der ist hier auch schon durch die Gegend gerannt. Ah, ja. Was spinnt denn? Du bist wieder schlecht angewogen. Was stimmt denn mit denen? Ich geh an deinen Bartwesen. Ja, gut. Der Teilnehmer gibt ja einen neuen Schwert. Jo, ich spiel mal euch. Ach, der Majorek ist auch da. Aber Kantine. Ach hey. Da will er den zum Haus oder wie? Ja. Feuergefahr oder was? Oder Sturmflut? Muss ich wohl erstmal rausgucken. Ich tanze hier immer so gerne, aber komm, wir müssen weiter warten. Okay. Kirschen muss erstmal rausgucken. Was? Dann, ihr könnt noch weitermachen, ich horch noch ein bisschen. Horch? Feuerwehr ist ja gleich um die Ecke. Alter, bist du nicht ganz dicht? Nein, Waffe kaputt. Dreimal? Was ist denn eine Manie, reich sein zu wollen? Erik, kommst du hier rein? Wo? Hier in das Aquarium? Weiter? Down. Ja. Ich hatte
das schon mal gehabt, dass es genau hinter meinem Haus gebrannt hat und ich habe es nicht mitbekommen, war beim Mittagessen. Was hinter deinem Haus? Ja, der Acker hat gebrannt damals so, hinterm Haus. Ja, ja, ja. Und ich habe es nicht mitbekommen. Und bin dann irgendwann mal auf Toilette und habe gedacht, was stehen da meine Kollegen alle am Zaun und gucken da hinten? Hm. Ach, du bist bei der Freiwilligen? Nee, bin ich nicht. So. Nee, meine Arbeitskollegen. Ach so, auch, jetzt sehe ich durch, jetzt habe ich es gerafft. Ich wohne Beide. Dicht und wo ich arbeite und so. Ja, alles dicht, klar. Aber ganz dicht ist er. Hm. Oh, Sumse, Mann. Nee, hier geht es nicht so leicht. Ja, warte mal. Na doch, wenn man die Bänke umdrehen könnte und einen Hocker, ja, das würde gehen. Ach ja. Warte mal, vielleicht steht ja ein Hocker falsch rum. Nee. Kommst da nicht rein. Ja, jetzt sag mal nicht so, ne? Wenn es mein Stelter wäre, wäre ich da schon drin. Wollte ich mal sagen. Da wäre er da schon drin. So, Lieben. 4 Minuten noch. Und dann haben wir 3 Stunden Livestream hinter uns gebracht. Wahnwitz. Verdammter Wahnwitz. So, jetzt muss ich mir das Heftchen noch holen. Meine Frage, wollen wir dann aufhören? Allgemein. Ja, ne? Wir hören dann auf. Wir müssen dann leider Feierabend machen, ihr Lieben. 3 Stunden. Aber kannst du noch kurz warten? Wer ich warte? Du meinst hier drin oder wie oder was? Ja, du möchtest Heft noch holen, hat's auch. Hat sie gesagt, schon paar Mal. Ja, klar warten wir noch. Nee, wo ist denn das jetzt hin? Ich hab's doch noch gehört. Wir warten. Das Heft hast du gehört? Ja, meine Hefte reden manchmal auch mit mir, aber da habe ich jetzt einen Termin. Ich weiß noch nicht, aus welcher Richtung ich vorhin kam. Ich will einen neuen Hummelplay. Katera, weißt du das noch? Oh nee, da habe ich nicht drauf aufgepasst. Links oder rechts oder? Ah. Schon wieder nur Schrott. Ich würde sagen, wir sind Ich hätte eigentlich recht, 3 Sterne. Holzschlüssel. Ich habe nur zum einen 3 Sterne. Ne, Problemlöser auch noch. Das ist egal, kannst abreisen. Donnerbüchse. Du kannst ja gucken, ich habe noch Zeit. Wir sind doch von hier hinten gekommen. Von hinten? Ja, von hinten. Also, ja, eine so von hinten. Okay. Holländer. Ja. Durch. An da hinten. Hier waren wir. Kannst du, warte, ich mache jetzt erstmal eben ein paar Minen. Ja, okay. Ich muss auch jetzt erstmal hier. Und dann machen wir weiter. Armbrustbolzen. Das muss ich erstmal mit Scatling angucken, ob das was taugt. Oh, Gewerkschaft Torso. Aha. Herstellen. Ah, super, duper, erstmal rein. Entschuldigung. Hier oben in der Bahn liegt auch nichts. Müsste ich bis jetzt höre ich es irgendwie. In der Nähe muss es sein. Ach. Nein, falsche Werkbank. Das kann auch mein Trockner sein, ne? Nein. So. Wenn du schon wieder abheben musst überall. Kann auch mein Trockner sein. Hebt das schon wieder ab. Er macht schon wieder so komische Geräusche hinter mir. Hier, auf dem Tisch. Kirsche. Wo bist du? Da ist er. Aber das ist ja noch ein anderes Heft gewesen. Ich wollte gerade sagen, das lag doch auf der Straße. Das lag auf der Straße und war ein anderes. Hm. Willst du das gesehen? Oh, jetzt habe ich es mal runtergeschubst. Ich habe es gesehen, warum? Ja. Warum hast du es nicht sofort aufgenommen? Nimm mit, Kirsche. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Aber wie gesagt, auf der Straße lag ja auch eins. Auch eins. Ich kann jetzt aber durch unser wild geführtes Feuergefecht irgendwo hingerutscht sein. Wo ist denn jetzt der Rolli? Wo ist mein Rolli? Was denn? Was ist los? Wo bist du denn? Ich bin immer noch hier. Hier. Läuft doch gleich noch rum. Mit der großen weißen Dose. Ja, ich war hier am Dingsautomaten. Am Dingsautomaten? Ja. Am legendären. Der gibt aber auch eine kurze... Ah, da ist er. Ah. Gatling hebe ich mal auf. So, er. Was hast du denn? Ja, hier, deine Minen kriegst du zurück. Hab ich den jetzt noch nicht machen brauchen. Den probieren wir jetzt mal aus. Auch gleich wieder drauf. Fallen lassen. So, wo ist er? Da ist er. Das ist ja
Okay, ihr Lieben. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir haben drei Stunden rum. Ich möchte mich recht herzlich bei euch allen bedanken. War ein cooler Empfang nach dem Urlaub. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ihr seid die Besten. Ihr habt es bewiesen. Ihr seid treu. Alle zusammen. Cooler Chat heute wieder. Richtig coole Sache. Ganz toll. Conny und Kirsche und Trinity. Vielen, vielen Dank. Und tschüss und winke, winke. Bis morgen Abend. Bye, bye, ihr Lieben. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.